Der Schattenmacher und Schlomo haben in ihrem Podcast Betreutes Kacken auf Wolfgang M. Schmidt reagiert. Und einige Aussagen zum Keynesianismus, die fand ich so seltsam, dass wir da jetzt mal gemeinsam drauf reagieren wollen. Ein Teil habe ich mir selbst schon angeschaut, einen anderen Teil kenne ich noch nicht. Also ja, ersten 10, 15 Minuten von der Reaktion hier kenne ich tatsächlich. Also ja, aber wir werden trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen weiter reagieren. Aber was die beiden hier von sich geben, das fand ich teils so absurd und so denkfaul, dass ich da mal drauf eingehen wollte. Denn sie werden sich, ihr werdet das gleich sehen, nicht mit Wolfgang M. Schmidts Argumenten befassen, sondern irgendwelche abstrusen Strohmänner aufstellen. Wir müssen erkennen, dass private Schulden das eine sind, aber ein Staatshaushalt funktioniert vollkommen anders. Das heißt, der Staat kann ganz viel Geld in die Hand nehmen und muss nicht sich fragen, wie finanziert man das gegen? Man könnte es mit Keynes. Doch. Das Problem ist halt, ja natürlich, der Staat kann an sich in sich selbst nicht pleite gehen, weil er neues Geld drucken kann. Aber, zum Beispiel, das ist ja eine offensichtliche Grenze. Wir importieren ja eine Menge, vor allem Rohstoffe. Wir haben kein Öl, wir haben kein Gas und das müssen wir mit irgendwas bezahlen. Und wenn wir unsere eigene Währung ruinieren, dann können wir damit nichts mehr bezahlen. Dann kriegen wir keine Importe mehr. Das ist zum Beispiel ein großes Problem, das habe ich in meinem Japan-Video besprochen. Ich meine, das sagen auch japanische Ökonomen, das ist eine große Gefahr. Natürlich kannst du nach innen, also Japan ist vor allem bei sich selbst verschuldet und deswegen könnte Japan sich ja auch ewig weiter verschulden. Klar, das gibt vielleicht innere Probleme oder sowas, aber das interessiert ja erstmal nicht. Das könnte man ja politisch stabilisieren. Das Problem ist, Japan hat keine natürlichen Rohstoffe und muss das alles importieren. Und wenn die ihre eigene Währung ruinieren, fragt sich natürlich, wovon sollen die das dann importieren? So Also, womit sollen sie das bezahlen? sogar sagen. Ja, was heißt ihre eigene Währung ruinieren? Also wenn ein Land, wir gehen jetzt mal davon aus, das Land interveniert nicht auf den Devisenmärkten. Aber wenn ein Land im Inland mehr importiert, ja, importiert sage ich schon, im Inland mehr investiert, wenn es die Nachfrage erhöht und damit dann Inflation erzeugt, dann gibt es für den Außenhandel einen Effekt, der das Ganze ausgleicht, den Wechselkurseffekt. Wenn die Inflation im Inland höher ist als im Ausland, dann wertet der Wechselkurs ab, um eine ausgeglichene Leistungsbilanz sicherzustellen. Das bedeutet, bei einem funktionierenden Devisenmarkt, der ausgeglichene Leistungsbilanzen sicherstellt, denn zusätzliche Investitionen, zusätzliche Nachfrage im Inland, höhere Inflation, kein Problem da. Also alles, was man machen kann, kann man sich auch leisten. Keynes ist wer? Aha. Okay, das klingt wahnsinnig. Das klingt einfach straight up. Ja. Alles, was man machen kann. Okay. Also wir bauen jedem Hartz-IV-Penner jetzt ein Penthouse. Einfach ein Hochhaus für jeden Einzelnen. Also die kriegen da einfach ein Hochhaus, das nur dafür da ist, dass wir ein Penthouse irgendwie in der 80. Etage machen können. Ist Also können wir das machen? Das ist jetzt die Frage. Gibt es genug wie viele Hartz-IV-Empfänger haben wir? 6 Millionen, glaube ich. Haben wir genug Bauarbeiter dafür, um 6 Millionen Hochhäuser in kürzester Zeit zu bauen? Ich glaube nicht. Wäre das sinnvoll, das zu machen? Nein, definitiv nicht. Also, was soll dieser absurde Gedankengang von Schlomo hier? Also, nur weil man etwas machen kann, heißt es erstens nicht, dass es sinnvoll ist, das zu machen. Und nur weil man sich, ja. Und ob man das überhaupt machen kann in dem Fall, würde ich doch sehr in Zweifel ziehen, innerhalb kürzester Zeit über 6 Millionen Hochhäuser zu bauen. Ist das technisch möglich? Ja, okay. Können wir es uns leisten? Offenbar. Mach doch. Ja, natürlich könnten wir uns das leisten, wenn es technisch möglich wäre. Wie gesagt, das ist so ein abstruses Beispiel. Also, man kann ganz viele Sachen machen, aber deswegen sind sie nicht sinnvoll. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen. Mach noch mal 10 Sekunden zurück. Alles finanziert man das Gegen. Ganz viel Geld in die Hand nehmen und muss nicht sich fragen, wie finanziert man das Gegen. Man könnte es mit Keynes sogar sagen. Also alles, was man machen kann, kann man sich auch leisten. Keynes ist wer? Also ich meine, so keynesianistische Wirtschaftstheorie sagt ja eigentlich meines Wissens aus, dass man in guten Zeiten soll der Staat Steuern einnehmen. Also soweit ich weiß, ist Keynes Theorie nicht völlig verrückt. Sie funktioniert aber auch nicht aus guten Gründen. Also man Bevor wir soll. dazu kommen, nein, keynesianische Wirtschaftstheorie heißt, der Staat hat Vollbeschäftigung und dauerhaftes Wirtschaftswachstum sicherzustellen. Also der Staat hat dafür zu sorgen, dass immer gute Zeiten herrschen. Euer Überschuss oder ein Defizit rauskommt, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Wirtschaft wächst und dass Vollbeschäftigung herrscht. Das hat Keynes in der allgemeinen Theorie explizit so beschrieben. Er hat geschrieben, dass es die Aufgabe des Staates sei, Rezessionen abzuschaffen.
Das hat er völlig deutlich so geschrieben. Das habe ich auch in meinem Reaktionsvideo auf den Schattenmacher vorgelesen, die Stelle. Also, das, ja. Also, der Schattenmacher, der argumentiert in guten Zeiten, einer sehr vulgären, falschen Auslegung der keynesianischen Theorie, die leider in der Öffentlichkeit sehr verbreitet ist, die aber nichts mit dem zu tun hat, was Keynes in der allgemeinen Theorie fordert. Sturmhaube fragt gerade, ob ich Schatti schon ein Gesprächsangebot gemacht habe. Tatsächlich schon, ja. Ich habe ihm tatsächlich vor einigen Tagen noch mal eine Mail geschrieben. Ich hatte ihn vor einigen Wochen schon noch mal auf Discord angeschrieben. Ich hatte ihn ja letztes Jahr schon mal angeschrieben. Bisher ist noch keine Antwort gekommen. Aber ja, mal schauen. Also er kann gerne jederzeit hier in dem Stream vorbeikommen. Ich meine, ich hab ja seinen Kontakt auf Discord. Also müsste sich nur auf das Angebot jetzt reagieren. Wenn der Staat und die Wirtschaft richtig läuft, soll man Steuern einnehmen. Und dann in schlechten Zeiten, in der Krise, soll der Staat gegensteuern und dann Ausgaben machen, sodass sich die Wirtschaft wieder reguliert. Aber auch damit gibt es natürlich Probleme. Wenn der Staat das nämlich mehrmals macht, also irgendwann fangen die Leute, das zeigt sich gerade die Leute, die sehr weit oben stehen, die große Unternehmen besitzen, die fangen einfach daran, dann an, darauf zu spekulieren, dass der Staat sie rettet. Das ist so ein bisschen die Too-Big-to-Fail-Logik. Also die ja, deswegen müssen die Finanzmärkte ordentlich reguliert werden. Also das Argument des Schattenmachers ist, wenn es nicht regelmäßig schwere Wirtschaftskrisen, schwere Rezessionen, dann fangen die Leute an, übermäßige Risiken einzugehen. Das heißt, es wäre gut, wenn man halt alle paar Jahre so eine ordentliche, heftige Rezession hätte, damit die Leute davon abgeschreckt werden. Jetzt könnte man mal fragen, wann hatten wir weniger Finanzkrisen? Wann hatten wir weniger, beispielsweise, sagen wir Finanzblasen, die dann geplatzt sind, sagen wir Bankbilanzen, die nicht ganz sauber waren, sagen wir Immobilienblasen, alles Mögliche. Wann hatten wir weniger? In der keynesianischen Ära, von den 50ern bis in die 70er Jahre, bis Bretton Woods dann geplatzt ist, oder in der neoliberalen Ära ab den 70er, 80er Jahren? Wann hatten wir weniger Finanzkrisen? Ich kann es euch ganz einfach erklären. In der keynesianischen Ära, von den 50ern bis in die 70er Jahre, da waren die Finanzmärkte wesentlich strikter reguliert, aber die Wirtschaft ist dauerhaft gewachsen. Wir hatten weniger Rezessionen und weniger scharfe Rezessionen. Wir hatten eine dauerhaft wachsende Konjunktur. Wir hatten in sehr vielen westlichen Ländern Vollbeschäftigung. Und gleichzeitig hatten wir weniger Finanzkrisen. Das heißt, das Argument des Schattenmachers ist empirisch widerlegt. Also der keynesianische Wirtschaftspolitik hatte historisch zu weniger Finanzkrisen, zu mehr Stabilität geführt. Und diesen Moral Hazard, den gab es eben so nicht. Diesen Moral Hazard gab es dann in der neoliberalen Ära, wo man die Finanzmärkte dereguliert hat. Mit Banken, die können nur übermäßige Risiken eingehen, wenn die Regulierungsbehörden ihnen erlauben, übermäßige Risiken einzugehen. Und so eine heftige Rezession, die sorgt eben nicht dafür, dass die Leute solche Risiken meiden würden. Ganz im Gegenteil, wenn die Rezession zu schwer wird, dann werden die Banken so oder so gerettet, weil es eben keine Alternative dazu gibt. Wenn die Wirtschaft erstmal um 5% geschrumpft ist, dann überlegt man sich jede Regierung, okay, wollen wir die jetzt weitere 5% schrumpfen lassen und den Kollaps unseres Finanzsystems riskieren und dann noch zusehen, wie sie weiter einbricht, oder wollen wir jetzt erstmal die Banken retten, um das Schlimmste zu verhindern, die Kreditnachfrage wieder anzukurbeln und dann zu hoffen, dass die Wirtschaft wieder einen Aufschwung erlebt. Also diese Idee, man könnte einfach eine Finanzkrise, ganz egal, wie stark die Wirtschaft dann schrumpft, einfach alle paar Jahre zulassen, damit die Leute keine übermäßigen Risiken eingehen, die funktioniert in der Realität nicht. Es braucht eine strikte Regulierung des Finanzsektors. Bestimmte Geschäfte müssen einfach verboten werden. Beispielsweise Carry Trading, sowas könnte man. Es bräuchte sowieso Wechselkursabsprachen. Also die Devisenmärkte müssten sowieso viel, viel strenger reguliert werden, als es gerade der Fall ist. Und auch diese ganzen Finanzderivate, die Banken da erfunden haben. Also da könnte man auch die Regulierung einmal umdrehen. Man könnte erstmal ein Trennbankensystem einführen. Also Banken können entweder mit irgendwelchen Finanzderivaten zocken oder sich auf Bankeinlagen und Kreditvergaben konzentrieren, also auf das normale Bankgeschäft. Und diese beiden Punkte, die sollte man klar voneinander trennen. Dann hätte man zum einen diese Zuckerbanken, die Hedgefonds, die können pleite gehen. Und zum anderen hätte man die normalen Banken, die wenig risikoreich Kredite vergeben. Die gehen dann normalerweise auch nicht pleite, weil sie halt streng genug reguliert werden. Aktuell haben wir das in unserem System vermischt. Das führt dazu, dass Banken übermäßige Risiken eingehen und dass Verluste im Investmentbanking eben das gesamte Finanzsystem bedrohen können. Ja, die Trennung gab's mal und die wurde dann aufgehoben. Also das sind diese ganzen neoliberalen Deregulierungen. Die haben überhaupt dafür gesorgt, dass Banken übermäßige Risiken eingehen. Also dieses Moral Hazard Argument, das funktioniert einfach in der Realität nicht. Wenn Banken diese übermäßigen Risiken eingehen können, dann tun sie das auch. Also wenn die Wirtschaft in den letzten 10 Jahren gewachsen ist, okay, dann wird sie die nächsten 10 Jahre wohl auch noch wachsen.
das Management einer Bank ist ja meistens eh nur ein paar Jahre da in der Position. Also dem kann es völlig egal sein, ob die Bank dann in 20 Jahren pleite ist oder ob es eine Finanzkrise gibt. Also da hilft auch keine neoliberale Wirtschaftspolitik, die alle paar Jahre absichtlich Rezessionen produziert. Ganz im Gegenteil. Sie gehen dann immer und immer größere Risiken ein, weil sie wissen, dass solange sie Gewinne machen, der Staat einfach nichts tut. Und sobald es dann richtig in die Krise geht, wird der Staat sie wieder rausretten oder wird Geld in das System pumpen, auf das sie sich dann ebenfalls wieder verlassen. Moral Hazard nennt man das. Das ist zum Beispiel ein Argument gegen Keynes. Es ist ein berühmter Wirtschaftstheoretiker, der in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich ein bisschen wenig beachtet wurde von der Politik. Da waren dann Leute wie Hayek oder Friedman viel wichtiger. Und Keynes wird aber jetzt eigentlich wieder entdeckt. Nicht nur ja, er, sondern Hayek man denkt gerne. Friedman, also das ist ja österreichische Wirtschaftsschule. Die hätten hier den Leuten ordentlich die Prügeln ausgeschmaßt, wenn sie gesehen hätten, wie wir unsere Wirtschaft machen. Also nein, Friedman war nicht österreichische Schule. Friedman gehörte zu den Monetaristen. Also sie waren beide Mitglieder der Montparnasse Society. Sie haben sich beide für eine neoliberale Wirtschaftspolitik eingesetzt. Aber Hayek war doch mal sehr viel radikaler als Friedman dann. Aber wie gesagt, du kannst sie beide unter dem Begriff neoliberal subsumieren, aber nicht unter österreichische Schule, da gehörte nämlich Friedman nicht zu. Also Friedman hat beispielsweise eine monetaristische Geldpolitik, also mit Geldmengensteuerung gefordert, und Hayek hat eine Entnationalisierung des Geldes gefordert. Also solche abstrusen Ideen, also auch Bitcoin gab es damals noch nicht, aber solche abstrusen Ideen, dass Währungen nicht mehr an Nationalstaaten gebunden werden sollen, sondern künftig halt ja, jeder seine eigene Währung schaffen kann, beziehungsweise jede Bank dann ihre eigene Währung schaffen kann und die dann auf dem freien Markt untereinander konkurrieren. Also völlig absurdes Konzept, würde sich in der Realität auch nie durchsetzen, weil man damit einfach moderne Volkswirtschaften nicht steuern kann. Es gäbe keinen Maßstab, wie die Wechselkurse zueinander stehen sollten, und also kein Unternehmen könnte unter solchen Bedingungen vernünftig investieren. Also völlig irreeller Utopismus, den Hayek da an die den Hayek sich da ausgedacht hat, und kein Vorschlag, der irgendwie für die reale Politik brauchbar wäre. Das muss man einfach sagen. Jetzt kann man sagen, klar, Hayeks reine Lehre wurde nicht umgesetzt. Ja, die wurde nicht umgesetzt, weil sie komplett absurd ist. Aber die Politik hat sich schon mehr in Richtung dessen bewegt in den letzten 40 Jahren, was Hayek wollte, und weg von dem, was Keynes wollte. Die waren kein großer Fan von künstlich erzeugter Inflation, so wie wir sie haben. Generell global durch die Corona-Krise. Laut Friedman war künstlich erzeugte Inflation nicht schlimm, wenn sie planbar war. Also das ist ja diese monetaristische Geldmengensteuerung. Wenn wir die Geldmenge jedes Jahr bei einem Wachstum jetzt um 4% steigern, dann haben wir 2% Inflation unterm Strich auf lange Sicht gesehen. Das ist die monetaristische Logik. Problem ist nur falsch, da die Geldmenge nicht die Inflation determiniert. Krise aber auch schon davor, anders über Geld nach. Und in Amerika mit Joe Biden tut man das auch nicht nur, dass man nachdenkt, sondern man handelt bereits auch anders. In welche Richtung? Man investiert und man erkennt, dass es durchaus möglich ist, Billionen Schulden aufzunehmen und dass man diese Schulden nicht wie unsere privaten Schulden zurückzahlen muss, beziehungsweise man muss sie irgendwann tilgen, kann aber dann einfach wieder neue Schulden aufnehmen, und so wächst der Schuldenberg, was sicherlich nicht ganz leicht ist zu trennen jetzt von unserem privaten Schuldenberg, weil wir denken, wir wollen doch privat keinen Schuldenberg. Bei Staatsausgaben wäre das aber gar kein Problem. Und der knapp zwei Jahre. Magie, ne? Warum haben wir einfach, warum sind wir nicht früher darauf gekommen, dass man einfach unendlich viel Schulden machen kann? Also, komisch, dass da die Leute einfach nicht drauf gekommen sind. Waren sie, also, diese Erkenntnis, ja? Also, wir haben bisher einfach immer nur 1 Euro gedruckt, sozusagen, ausgegeben. Wir hätten auch 100 Milliarden Euro drucken können. Und es hätte genau dasselbe gegeben. Also, für alle wäre das Leben 100 Milliarden mal besser geworden. Ich finde das auch lustig. Nein, nicht 100 Milliarden Euro, aber das ist ja der zentrale, also, Schattmacher sagt jetzt natürlich unendlich oder wir verhundert Milliardenfachen die Geld, die Staatsausgaben, das fordert ja. Aber das ist ja der zentrale Unterschied zwischen Keynes und Neoklassik. Ich versuche auf diese wirklich abstrusen Extrembeispiele hier jetzt mal unpolemisch einzugehen. Keynes hat gesagt, wenn wir mehr Geld ausgeben, wenn wir der Bevölkerung beispielsweise durch zusätzliche Staatsschulden höheres Einkommen geben, dann wächst dadurch auch die reale Wirtschaftsleistung. Es steigt zum einen natürlich das Preisniveau, aber zum anderen steigt auch der Beschäftigungsstand und damit die reale Produktion. Das passiert eben so lange, bis Vollbeschäftigung erreicht ist. Wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, dann führen höhere Ausgaben nur noch zu mehr Inflation. Und zwar egal von wem, also auch von Unternehmen. Also auch eine höhere Verschuldung der Privathaushalte oder der Unternehmen würde dann zu Inflation führen. Da muss nicht mal der Staat für verantwortlich sein.
Und ja, hierbei wäre auch egal, wie diese Ausgaben finanziert werden. Wenn die Privathaushalte halt ihre Ersparnisse verringern, dann würde das genauso inflationär wirken, wie wenn Unternehmen oder der Staat zusätzliche Kredite aufnehmen. Also das ist dieser zentrale Unterschied zwischen Keynes und Neoklassik. Die Neoklassik sagt, Geld ist neutral und mehr Geld, mehr Inflation. Wenn der Staat Geldmenge ausweitet oder Staatsausgaben ausweitet und das mit einer größeren Geldmenge finanziert, dann steigt einfach nur die Inflation. Keynes sagt, nein, es steigt die reale Produktion und die Inflation. Und zwar so lange, bis Vollbeschäftigung erreicht ist, dann steigt nur noch das Preisniveau, dann haben wir nur eine höhere Inflation. Das ist der zentrale Unterschied. Und ja, jetzt kommen Schattenmacher und Schlomo hier mit so einem absurden Extrembeispiel. 100 Milliarden, warum haben wir das nicht gemacht? Ja, das fordert auch niemand. Also, wie gesagt, Keynesianer fordern nur, dass so viel Geld ausgegeben wird, dass Vollbeschäftigung herrscht. Eine Wirtschaftspolitik, die Ende der 60er, Anfang der 70er in Deutschland tatsächlich mal gemacht wurde, und zwar sehr erfolgreich gemacht wurde. Intellektuellen Art, ne? Und wahrscheinlich auch von immer so Typen, der sonst mal sagt, oh, das ist unterkomplex und so weiter. Einfach mehr Schulden. Wir können es alles leisten. Mehr Schulden machen, mehr Schulden und das war's. Ja, heute florieren die USA, ne? Knapp 2 Jahre später. Ja, aber ich glaube, er spekuliert da auf was anderes. Ich glaube, diese ganzen Leute, die spekulieren auf was ganz anderes. Die sagen halt, mach Schulden, Schulden, Schulden. Denn erstmal, kurzfristig hat das bestimmt einen anregenden Effekt auf die Wirtschaft. So, dann können sie ja sagen, das ist doch gut für die Leute. Und insgeheim spekulieren die darauf, dass durch das ganze Schuldenmachen das System einfach der Staat sich selbst abschafft, sozusagen Amerika sich selbst ruiniert und dass dann die große kommunistische Revolution kommt. Also die sind so ein bisschen, die flüstern den Leuten ein, ja mach mal, mach mal, mach mal. Und wenn es dann richtig schief geht, hoffen die darauf, dass das einfach Zündstoff ist für den kommunistischen Umbruch. Ja. Schattenmacher hat sich gerade irgendeinen Quatsch ausgedacht. Also hat zwar nichts mit dem zu tun, was Wolfgang M. Schmidt gesagt hat, hat nichts mit dem zu tun, was Keynesianer fordern, aber es hat ausgedacht und den Quatsch werden die jetzt noch den ganzen Rest der Reaktion, den ich mir angesehen habe. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte mir von dem Teil hier, wo wir angefangen haben, 15, 20 Minuten irgendwas um den Dreh angesehen und die nächsten Minuten wird das immer wieder kommen. Also es wird ziemlich redundant werden. Wenn es zu redundant wird, dann werden wir, glaube ich, mal vorspulen. Aber das ist jetzt diese Schiene, die sie immer fahren. Eigentlich will Wolfgang M. Schmidt nicht, dass keynesianische Politik gemacht wird. Eigentlich hofft er, dass diese Politik, die in der Vergangenheit zu höherem, stabilerem Wachstum und die dazu geführt hat, dass der Westen auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs der wirtschaftlich führende Block blieb, dass der Westen systematisch höhere Wachstumsraten hatte als der Ostblock. Also in der neoliberalen Wirtschaftspolitik wäre sehr wahrscheinlich so gewesen, dass die westlichen Staaten niedrigeres Wachstum gehabt hätten als die sozialistischen Staaten. Und dann wäre nochmal interessant gewesen, was das für einen Einfluss auf den Verlauf des Kalten Krieges gehabt hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, diese Politik, die wie gesagt in der Vergangenheit zu stabilerem und höherem Wirtschaftswachstum geführt hat und allgemein zu weniger gesellschaftlichen Verteilungskonflikten, zu einer egalitäreren Gesellschaft, diese Politik, die soll jetzt laut Schattenmacher und Schlomo zu dem Zusammenbruch des Systems führen. Also vollkommener Unsinn. Da können Sie sagen, ja, das ist der Spätkapitalismus gewesen, upsi, dupsi. Ja, exakt. Der beabsichtigte Erfolg einer solchen Geschichte, wenn ein Staat immer mehr Schulden macht, ist, es wird investiert, es kommt Geld in den berühmten Kreislauf, es entstehen Arbeitsplätze und es entsteht letztlich dann auch wieder Wohlstand. Ganz genau. Und es entsteht ein besseres Leben. Also warum soll man... So. Er wirkt doch gerade selber wie einer von diesen Fuzzis, die einem irgendwie andrehen, wie man Millionär wird auf Instagram oder so, die er gerade kritisiert hat. Ja, also ein besseres Leben, einfach Schulden machen. So. Ja, übrigens, hey Leute, wenn ihr alle eure Kreditkarten einfach outmaxt und danach die nächste Kreditkarte euch holt, könnt ihr euch ganz viel Scheiß kaufen, wusst ihr? Nein, also jetzt ignoriert Schlomo wieder den Unterschied, der hier erklärt wurde, zwischen einem Staatshaushalt und einem Privathaushalt. Ein Staat, der sich in eigenen verschuldet, wir werden auch gleich noch aufs Beispiel Luxemburg kommen, der kann nicht pleite gehen. Ein Privathaushalt ist Währungsnutzer, hat keine eigene Währung, da kann ich morgen bei der Zentralbank anrufen und sagen, ja, überweis mir mal 100 Milliarden Euro, das geht nicht. Das kann in der Eurozone auch kein Staat machen, da die Staaten in der Eurozone ihre monetäre Souveränität aufgegeben haben, das ist noch was anderes. Aber ja, dieser Unterschied wird jetzt wieder eingerissen, den Wolfgang M. Schmidt am Anfang groß gemacht hat. Also, ja, ich weiß nicht, was das soll. Also wie gesagt, das ist eine intellektuelle Bankrotterklärung, was Schattenmacher und Schlomo hier in den, ja zumindest in den 20 Minuten, die ich gesehen habe, abgegeben haben. Seht ihr das?
Ja, aber das sind ja private Schulden. Staatliche Schulden funktioniert ganz anders. Wie gesagt, Japan ist das am stärksten verschuldete Land auf der Welt. Die zahlen ein Drittel oder sowas oder ein Viertel bis ein Drittel ihres Staatshaushaltes nur an die Zinsen dieser Schulden. Man fragt sich natürlich, warum tun sie das? Warum zahlen die überhaupt Zinsen? Ich meine, könnten sie ja auch wieder an Schulden aufnehmen. Ja? Wie gesagt, ja, die machen das aus einem bestimmten Grund, weil die japanische Währung nur noch im Ausland halt vor allem Scheißhauspapier wäre, wenn sie das so machen würden. Und das für die Japaner dann halt zu Importproblemen führt. So viele Leute davon abhalten. Nein, führt es nicht. Also was heißt, wenn sie es so machen würden? Japan hat ja, wie gesagt, die höchste Verschuldung der Welt. Das heißt, Japan ist ein Beispiel dafür, dass Verschuldung in Relation zum wenn der Wert da hoch ist, dass das kein Problem ist. Also Japan ist ja hier das Beispiel. Und jetzt sagt der Schattmacher, wenn die noch mehr Schulden machen würden, dann würde das zu großen Problemen führen. Also jetzt wird es wirklich absurd. Also schon das extremste Extrembeispiel, nämlich Japan. Wenn man das hernimmt, dann sagt der Schattmacher einfach, wenn die noch mehr Schulden machen würden, dann würde es aber schlimm werden. Okay, also sag doch mal einen Wert. Ab wie viel Prozent zum Bruttoinlandsprodukt Verschuldung ist die Staatsverschuldung ein Problem? 300%? 400%? 500%? Also sag mir irgendeinen Wert und sag mir dann vor allem, warum das so sein soll. Halten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, weil sie momentan ziemlich teuer sind und auch sehr unpraktisch sind. An viele Orte kommt man gar nicht, in Rheinland-Pfalz. Ja, und das Klientel da ist auch ein Problem, ne? Und wird immer mehr zu einem Problem. Oder Baden-Württemberg. Ja. Ja, und selbst dann, der einzige Möglichkeit ist es, ein besseres öffentliches Verkehrssystem zu machen, ist es, indem wir 100 Billionen Euro Geld drucken, oder was? Also, gibt es da kein anderes System? Ha? Ist vieles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt, wie sie gerade sind, nicht erreichbar? Und da könnte man unendlich viel in... Wieso gibt es dann eigentlich nicht so ein Battle? Also wieso gibt es überhaupt irgendeine Diskussion darum, zwischen China oder also innerhalb von China, innerhalb von Russland, innerhalb von Amerika und so, wie viel man jetzt fürs Militär ausgibt oder so? Man könnte doch einfach die krasseste... Luxemburg, wenn die Bock hätten, könnten sie einfach sich verschulden bis dort hinaus und die krasseste militärische Supermacht auf dem Planeten werden. Einfach nur von diesen ganzen Schulden. Warum nicht? Ja. Erstmal... Ja, sie könnten einfach ihre gesamte Landesfläche mit Panzern pflastern, ne? Wieso können wir auf dem Satelliten noch ein bisschen Gras in Luxemburg sehen, Herr Speck? Investieren? Ja. Dazu zwei Anmerkungen. Erstens, alles, was wir aktuell machen können, können wir uns leisten. Nicht alle Produkte, die es überall auf der Welt gibt, können wir uns leisten. Wenn du Produkte aus anderen, also wäre jetzt sogar so, wenn du eine eigene Währung hättest, wenn du Produkte aus anderen Ländern kaufen wolltest und ein Leistungsbilanzdefizit hättest, du also mehr aus dem Ausland importieren würdest, beziehungsweise Leistungsbilanz ist noch die Einkommensbilanz und Transferzahlungen sind da noch mit drin, aber wenn du, grob gesagt, aus dem Ausland mehr importierst, als du exportierst und du keine Währung wie den US-Dollar hast, dann musst du deine Währung gegen den US-Dollar tauschen und dann bekommst du logischerweise immer weniger für deine Währung. Das heißt, dieses, was wir aktuell tun können, bezieht sich natürlich auf das Inländische. Also man kann nicht Euros drucken und damit den Weltmarkt leer kaufen. Zumal die Staaten in der Eurozone zu Währungsnutzern degradiert wurden. Das ist nämlich die zweite Anmerkung. Luxemburg ist kein monetär souveräner Staat. Du kannst die Staatsschulden von Luxemburg nicht mit den Staatsschulden der USA, mit den Staatsschulden Russlands in Rubel, also Russland hat ja auch noch Auslandsschulden, die in Dollar beispielsweise deponiert sind, oder mit den Staatsschulden Japans vergleichen. Das geht nicht. Also in der Eurozone, da haben die Staaten ihre monetäre Souveränität aufgegeben. Sie haben gesagt, wir haben jetzt eine gemeinsame Währung, wir unterwerfen uns einem gemeinsamen Regime und da entscheidet dann die EZB, mehr oder weniger willkürlich, wie gerade Geldpolitik gemacht wird. Und es gibt beispielsweise eine Regel, dass Staaten das Konto, was wir bei der EZB haben, jeden Abend ausgleichen müssen. Das ist eine Regel, die könnte man auch ändern, wenn man das politisch wollte. Aber aktuell will das keiner und ein einzelner Staat kann das schon gar nicht ändern. Natürlich ist ein mächtigerer Staat wie Deutschland, natürlich hat der mehr Einfluss auf das, was die EZB tut, einfach faktisch gesehen, als ein kleiner Staat wie Luxemburg. Aber wie gesagt, die Staaten in der Eurozone, die kannst du hier nicht gut nehmen, weil die ihre monetäre Souveränität aufgegeben haben. Deswegen ist das Beispiel Luxemburg hier auch völlig beiseite. Und würde damit die Lebensbedingungen verbessern, das Klima verbessern. Und das hätte keine negativen Auswirkungen, also dass man jetzt schon das Gespenst der Inflation vor sich sehen müsste. Und es ist aber eine sehr falsche Denk. Warum nicht? Warum würde das nicht inflationieren?
Weil das, es also, gibt da diesen Typen und der klingt echt wichtig. Wie gesagt, intern mag das noch weiter funktionieren, weil man es politisch einigermaßen stabilisieren kann, aber die Leute kaufen ja auch sowas wie iPhones und Samsungs und sowas und die werden importiert. Die werden ja hier nicht hergestellt. So, und wenn wir unsere Währung inflationieren, bis zum geht nicht mehr, dann wird dann Ersparnis auch nichts mehr wert sein. Also, wenn wir jetzt, wie gesagt, Euro ist ein bisschen komplizierter, aber wenn wir jetzt einen Staat mit einer eigenen Währung haben wie Japan, der einfach mehr Geld ausgibt und die Leute geben das zu einem Gutteil aus. Was passiert dann? Es gibt dann mehr japanische Yens in der Welt. Japan importiert mehr Produkte. Erstmal die Handelsbilanz wird negativ und dann wird mittel- bis langfristig auch die Leistungsbilanz negativ. Das heißt, es werden mehr Yens auf den Markt geworfen, als nachgefragt werden. Das bedeutet, dass der Yen-Kurs langfristig abwerten wird. Und dieser Wechselkursmechanismus sorgt dafür, dass die Konkurrenzfähigkeit der japanischen Exportindustrie steigt, dass Importe nach Japan teurer werden und dass die Leistungsbilanz langfristig wieder ausgeglichen wird. Es gibt einen Wechselkursmechanismus, der das ausgleichen kann. Sturmhaube, es kommt darauf an, wie du das Geld im Umlauf bringst. Wenn sich die Kosten der Unternehmen erhöhen, dann sehen wir Inflation. Und Kosten sind gesamtwirtschaftlich gesehen vor allem Lohnkosten. Wenn sich die Lohnkosten nicht erhöhen, dann führt das langfristig nicht zu Inflation. Das ist die zentrale Frage. Kommt das Ganze, was du an Geld in den Kreislauf gibst, in den Löhnen an oder kommt es nicht an? In Japan, da haben wir eine enorme Geldmengenausweitung. Da haben wir gigantische Steigerung der Staatsverschuldung in den letzten 30 Jahren und es hat zu fast überhaupt keiner Inflation geführt. Also Japan ist sowohl die Widerlegung der Quantitätstheorie als auch die Widerlegung der Theorie, ja, wenn die Staatsschulden steigen, dann führt das zu Inflation. Also diese beiden Theorien sind empirisch widerlegt an Japan. Relation zum Wert eines iPhones und du kannst es einfach nicht mehr leisten. Wäre das nicht klasse, wenn das Ersparte von allen nichts mehr wert wäre, ne? Sie haben es ja eh zu erreicht. Weise oder ein falsches Bewusstsein doch in den Köpfen verankert, dass... Also hier ohne Scheiß, ist das so ein bisschen halt wie die Schlange. War das im Dschungelbuch? Wir waren ja gerade beim König der Löwen. Ja, die Schlange, die so ins Ohr zuschüttet. Jetzt kommen sie wieder mit dem Beispiel. Ich glaube, das überspringen wir mal. Ein Kind könnte ein Interview führen, bei dem er schlecht aussehen würde hier. Ich würde sogar sagen, den öffentlichen Nahverkehr könnte man sogar gratis gestalten. Auch das könnte man... Ja. Okay, bei all das und noch viel mehr könnten wir machen, wenn wir so viel Geld drucken, wie wir Bock drauf haben. Ja, könnte man auch. Wie gesagt, das Problem beim öffentlichen Nahverkehr, also für mich zum Beispiel, ist nicht der Preis. Es ist das Klientel, das darin rumfährt, dass alles ständig zu spät kommt und das kannst du nicht mit endloser Inflation lösen. Dafür brauchst du ein Land, das funktioniert. ...sich leisten und würde eine Stadt sehr lebenswert machen und beim Fernverkehr müssten sicherlich auch die Preise purzeln, denn die sind momentan zu hoch. Man muss allerdings auch ausbauen, denn es darf natürlich nicht passieren, dass wir irgendwann einen Andrang haben auf die Verkehrsmittel, aber die Busse sind zu klein. Ich wollte gerade sagen, also bedingt... Ach so, hatten wir dann eine Kundeninflation? Das gibt's aber schon. Geld nein, aber mit... Nein. Der Preis des öffentlichen Nahverkehrs ist dadurch... Also wenn du die Preise im öffentlichen Nahverkehr senkst oder kostenlos machst, von mir aus, dann hast du keine Inflation. Preise. Und wenn da mehr Kunden damit fahren, dann ist das ja auch keine Inflation. Da ist ja kein Preis gestiegen. Was passieren kann, wenn die Kunden, die bisher mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren sind, das Geld, was sie bisher für den öffentlichen Nahverkehr ausgeben, für andere Produkte ausgeben, also die Nachfrage in anderen Bereichen steigt, dann können da die Preise steigen. Und wenn die Unternehmen auf diese Preissteigerung nicht mit entsprechenden Produktionssteigerungen reagieren können, Und beispielsweise da neue Leute einstellen müssen und das dann zu steigenden Löhnen führt, dann können wir einen dauerhaften Inflationsschub sehen. Aber nur dann. Und wie gesagt, öffentlicher Nahverkehr, das ist jetzt nicht so der große Ausgabenposten, der dafür sorgen würde, dass unsere Wirtschaft morgen früh überhitzt. Also wir reden hier gerade von einer Situation von dauerhafter Unterbeschäftigung. Wir haben 2,5 offizielle Millionen Arbeitslose. Diese Statistik wird an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Ihr könnt die Zahlen nochmal verdoppeln bis verdreifachen. Wenn er der Realität näher kommen wollt. Das heißt, der Staat, der könnte viel, viel mehr Geld ausgeben. Und nicht nur die lächerlichen 14 Milliarden, die es kosten würde, einen öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen. Der könnte auch einen öffentlichen Nahverkehr dann noch deutlich ausbauen. Also,
Das wäre alles problemlos leistbar, ohne dass das zu irgendeiner nennenswerten Inflation führen würde. Also das ist jetzt wirklich absurd. Wenn zu viele Leute da mitmachen, dann ist es schon ein Problem. Also, alles klar. Wir rufen durch Stuttgart 21, wenn S-Bahnen, Straßenbahnen ausfallen, ja, und das Angebot da. Ja, also noch viel mehr Geld. Also, was ist der Inhalt von diesem Gespräch gerade? Wie gesagt, wenn wir so viel wenn wir unlimitiert Geld hätten, könnten wir ganz viele coole Sachen machen. Ja, aber vor allem, wenn wir sowieso so viel Geld drucken können, wie wir wollen, warum drucken wir es denn überhaupt? Dann können wir auch gleich den Befehl machen, baut die Bahn einfach. Ich meine, also wenn du unendlich viel Geld drucken kannst, dann brauchst du auch gar kein Geld mehr an sich. Fast so, als wäre das ein bisschen der Punkt, ne? Also plötzlich ist künstlich reduziert. Also niemand fordert, dass unlimitiert Geld gedruckt wird. Also das ist schon der Strohmann, den wir zum wievielten Mal jetzt hören. Also das zieht sich auch durch deren ganze Reaktion. Die unterstellen einfach, dass unbegrenzt gedruckt werden sollte oder dass irgendwelche abstrus hohen Summen gedruckt werden sollten. Nein, die Kapazitäten, die in der Wirtschaft vorhanden sind, und das ist ja vor allem erkennbar am aktuellen Beschäftigungsniveau, herrscht Vollbeschäftigung oder herrscht keine Vollbeschäftigung, die Kapazitäten sollten optimal ausgenutzt werden, um das maximale Wirtschaftswachstum zu erreichen. Das ist die keynesianische Forderung. Die Forderung ist nicht, dass der Staat jetzt 100 Trilliarden Euro ausgeben sollte, morgen früh. Weil halt so viele darauf angewiesen sind, diesen öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Also dieses Gedränge braucht in Corona-Zeiten kein Mensch. Ganz sicherlich nicht, aber hier sind wir wieder bei diesem Satz. Hier übrigens auch jetzt mein bester Guess, wie er während Corona drauf war. Er sah es als eine Chance. So wie er auch die Klimascheiße als eine Chance sieht. Ich glaube nicht, dass er wirklich denkt, dass das Klima gefährlich wäre oder Corona. Aber wahrscheinlich fand er es gut, weil es die Welt näher an das bringt, was er gerne hätte. Ja, gut. Gut möglich. Wie gesagt, ich glaube auch seine Wirtschaftstheorie ist eigentlich zielt darauf ab, das System zu zerstören, damit wir hier Diktatur des Proletariats aufmachen können. Alles, was man machen kann, kann man sich leisten. Ich sag's ja. Das wird sich, also zumindest den Teil, den ich mir angehört habe, zieht sich das die ganze Zeit durch. Wolfgang Schmidt will, dass unendlich Schulden gemacht wird, dann bricht das System zusammen und es kommt die Diktatur des Proletariats. Also, ja, danke. Leisten. Und deswegen sind natürlich auch Investitionen, wie sie jetzt Joe Biden in Amerika vornimmt, nicht einfach mal so, dass man mal versucht, die Wirtschaft zu überhitzen, sondern man schaut, was ist langfristig eigentlich sinnvoll und wie müssen wir uns auch global. Hä, aber ich dachte, es gibt quasi kein Maß an Schulden, was dann ein Problem wäre. Wieso nicht die Wirtschaft überhitzen? Wieso nicht? Also Schlomo checkt's immer noch nicht. Der absolute Schuldenstand eines Staates im Verhältnis zum BIP ist keine relevante Kennzahl. Wenn dieser Schuldenstand bei Null liegt, so 0% vom BIP, der Staat hat gar keine Schulden, aber es herrscht Vollbeschäftigung, dann kann ein Staat kein Geld mehr ausgeben. Schlicht und ergreifend, also ohne die Wirtschaft zu überhitzen, weil die Ressourcen in der Wirtschaft vollbeschäftigt sind, weil jede Ausgabenerhöhung sich selbst immer weiter verstärkenden Inflationsschub anheizen würde. Wenn allerdings Unterbeschäftigung herrscht, dann können die Staatsschulden bei 500% des Bruttoinlandsproduktes sein. Der Staat kann Geld ausgeben, ohne die Wirtschaft zu überhitzen. Der Staatsschuldenstand in Relation zur Wirtschaftsleistung ist keine relevante Kennzahl. Das ist das Argument. Nicht der Staat soll unendlich viel Geld ausgeben. Also, dass Schlomo das intellektuell nicht getrennt bekommt. Also das die ganze Zeit vermischt. Also ich sag ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass hier ist zu lang, um drauf zu reagieren, aber als ich hier mit dem Teil eingestiegen war, da dachte ich wirklich, okay, darauf müssen wir reagieren. Das ist dann nicht gut, weil ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es hinten und vorne nicht. Ja, und vor allem seine Logik. Alles, was man machen kann, kann man sich leisten. Ja, natürlich irgendwo, aber dann steht ja, da stände ja sofort dann die Logik hinter, okay, dann müssen wir die mexikanischen Ölquellen erobern. Also wenn wir jetzt in Mexiko einreiten und denen einfach ihr Öl klauen, was wir machen können, dann können wir es uns auch leisten. Ich meine, gerade bei König der Löwen war es doch die Ideologie, der Stärkere hat Recht, war das Böseste auf der Welt. Aber jetzt gilt, was man machen kann, kann man sich leisten. Die USA können eine Menge machen. Global aufstellen, um... Also, nur weil man etwas machen kann, ist es nicht unbedingt sinnvoll. Das Deutsche Reich konnte 1933 in einer brutalen Wirtschaftskrise offensichtlich Staatsausgaben extrem stark steigern und für einen neuen Weltkrieg aufrüsten. War es sinnvoll, das zu tun? Hätte man das Geld nicht vielleicht in die zivile Infrastruktur investieren können und eine friedlichere Außenpolitik fahren können? Hätte man sicherlich machen können, aber man konnte es sich offensichtlich leisten. Also, und genauso könnten die USA sich ohne Probleme leisten, morgen in Mexiko einzufallen.
Frage ist nur, wäre das sinnvoll? Nur weil man etwas machen kann, ist es nicht sinnvoll, das zu tun. Also den Unterschied wird der Schattenmacher ja hoffentlich noch verstehen. Den Kapitalismus, wie wir ihn hier im Westen haben, zu retten, beziehungsweise wie muss der Kapitalismus sich transformieren, um gegen den chinesischen Kapitalismus auch... Aha, also du gibst gerade dem Kapitalismus, das System, das du mehr verachtest als andere auf der Welt, Tipps dabei, wie er am Leben bleiben könnte. Zu können, da ja dort mit 5-Jahresplänen, mit ganz langer Planung bis 2050 in einer anderen Weise Kapitalismus gemanagt wird. Hey Leute, ich habe hier einen Aktionsplan, wie wir endlich mal den Antirassismus hier richtig auf den Weg bringen. Ne? Damit komme ich demnächst auf die Ecke. Die chinesische Wirtschaft hat noch und nöcher Probleme. Okay, zu China kommen wir gleich. Eine Frage aus dem Chat. Ja, mit Libertären habe ich schon diskutiert. Schaut euch einfach die Debatten auf meinem Kanal an. Also da ist schon genug. Libertärer mich um eine Debatte anfragen will, kann er das gerne machen. Probleme, weil die ja immer noch diese komischen Planungselemente drin haben und weil da die ganze Zeit irgendwelche Blasen entstehen. Also die chinesische Wirtschaft hat in letzter Zeit ja auch eine mittlere Krise durchgemacht, also die ist nicht besonders angestiegen. Und wie gesagt, es gibt da so einen Kanal, Serpentenzer oder sowas heißt der beleuchtet das manchmal ein bisschen, dass die da irgendwelche Geisterstädte haben oder dass die riesige Friedhöfe für Elektrofahrräder haben, weil die einfach nur auf irgendwelchen Blasenspekulationen innerhalb des kommunistischen Staates gebaut wurden, überhaupt keine Abnehmergrundlage haben. Ja, und langfristig leidet deine Wirtschaft dann darunter und das sehen wir jetzt unter anderem auch. Also die chinesischen Aktien performen gerade nicht supidupi. ...werden kann als hier, wo wir alle 4 Jahre eine Wahl haben. So. Also, dass der Schattenmacher an der Stelle nicht gemerkt hat, dass sich das selbst widerspricht. Also, obwohl, nee, er ist zu den Teil mit dem Aktien noch nicht gekommen. Dazu kommen wir jetzt. Und noch nicht wissen, wer wird im Finanzministerium sitzen. Ein Christian Lindner, das wäre zum Beispiel ein Problem für einen solchen Ansatz, wie ich den ihr vorstelle. Ja, weil der den konservativen Ansatz... Ja, viel besser wäre, wenn da der große Winnie Pooh säße für die nächsten 50 Jahre und da niemand was dran machen könnte. Also Schuldenbremse und möglichst wenig Staatsausgaben und entsprechend refinanziert. Okay, also ich würde gern den Kapitalismus vor die Wand fahren, zu einem Punkt, an dem aus den Trümmern hervorsteigt, was ich mir so vorstelle. Und etwas doof finde ich dabei, dass die Leute noch alle 4 Jahre gewählt werden. Denn wenn da einfach irgendwer sitzen würde, der das mal durchzieht, dann wäre es schneller vorbei. Kleiner Exkurs, weil ich habe jetzt schon eine sehr viel klarere Vorstellung, was Wolfgang M. Schmidt möchte. Ja. China ins Spiel bringst. Also, da gibt es einen chinesischen einen riesigen Immobilienkonzern, der Stand heute, wir zeichnen am 27. September des Jahres 2021. Und er ist auch machiavellistischer, als man erst so denkt. Ne? Also ich meine, er bringt das hier rüber für den Boomer so in dieser schönen, beruhigenden Stimme. Ja, Sie müssen wissen, dass eigentlich überhaupt kein Problem wird, wir hier alles komplett überladen mit Steuern, mit Schulden und so weiter. Ne? Mach doch einfach, also dann können wir auch schön hier Bahn fahren und so weiter. Ne? Ist halt wirklich wie so eine Schlange, so richtig so... Und das hat er auch in irgendeinem Video gesagt mit einem Tanzverbot, ging es damals darum, ja, die Gesellschaft, die braucht auch die Lüge. Ich meine, das hat der original so gesagt und das ist so ein Ding, also ich kann verstehen, dass man seine Feinde manchmal anlügen muss, also so viel Machiavellist bin ich auch, aber Alter, wenn du halt die Wolfgang M. Schmidtsche Lüge lebst, ne, dann endest... Das nicht Platon schon geschrieben? Also, ich weiß es nicht. Du in der Kack-DDR. Und dann kannst du am Ende, dann musst du halt nur noch lügen, um die alten Lügen glaubhaft zu machen. Auf, der Stand heute pleite ist oder vor der Pleite steht und es geht um hunderte von Milliarden Euro beziehungsweise Dollar. Mhm. Was passiert, wenn dieses Ding über den Jordan geht? Das ist ein bisschen anders wahrscheinlich als bei der Immobilienkrise in den USA, weil dieser Konzern und da, wo er Geld sich geholt hat und nicht zurückzahlen kann, nicht ganz so vernetzt ist dabei, sodass es vielleicht nicht ein so großes Risiko hat, wie das jetzt bei dem US-Immobilienmarkt der Fall war. Ich glaube, dass China jetzt gerade etwas austestet, nämlich zu sagen, dass wir nicht immer einspringen, beziehungsweise ihr müsst euch auch an unsere Regeln halten. Mhm. Und dass ja gerade China sehr restriktiv vorgeht gegen große Konzerne, zeigt eigentlich, dass die KP nochmal deutlich machen will, dass sie den Kapitalismus lenken und nicht die Wirtschaft, nicht die Unternehmen den Kapitalismus lenken. Also das ist so gerade eine Machtprobe. Ja, aber das ist ja schon an sich, das tun die zwar, aber das ist ja schon an sich nicht dann freier Markt, nicht Kapitalismus. Ich meine,
das chinesische System ist vor allem ein Bürokratensystem letztlich. Also es war es ja auch schon Jahrhunderte und Jahrtausende lang. Die Chinesen waren immer Bürokraten. Also man sagt ja, die Mandarins sozusagen, die das alles entscheiden. Und wenn Wolfgang M. Schmidt sagt, ja, die Chinesen wollen sozusagen dem Kapitalismus was vorschreiben. Der Kapitalismus ist kein Tier oder kein Lebewesen. Der Kapitalismus hört auf zu existieren, wenn du ihm was vorschreibst, weil er per Definition auf freie Märkte angewiesen ist. Gut, China hat so ein komisches Mischwesen, aber das ist halt nicht die Formulierung, du schreibst dem Kapitalismus etwas vor oder dem freien Markt. Das ist halt Quatsch. Entweder du hast einen freien Markt oder du hast keinen. Und wenn du keinen hast oder einen eingeschränkten Markt, dann hast du eben einen nur eingeschränkten. Dann hast du keinen vollen Kapitalismus und sonst was. Wenn solche Leute ganz ehrlich sind, ne? Kapitalismus ist alles außer meine genaue Utopie. Ne? Was Halt macht, einen Meter vor exakt dem, was ich will, ist Kapitalismus und ist böse. Ne? Was eine gewinnbringende Strategie ist. Ja, ist ja auch die ewige Erwin-Challenge. Ne? Sag mir, was Kapitalismus ist, und wenn du es definiert hast, sag mir, warum sie im 17. Jahrhundert keinen Kapitalismus hatten. Oder im Römischen Reich. Das ist nicht ganz leicht. Ob das dann. Weil im Römischen Reich erstens keine doppelt freien Lohnarbeiter, weil im Römischen Reich keine doppelt freien Lohnarbeiter existierten. Also, dass du hattest da zuerst Sklaven, beziehungsweise Subsistenzwirtschaft zum größten Teil sogar, und danach das Kolonat. Und ja, bei diesem Übergang von Sklavenwirtschaft zu Kolonat, da kannst du sagen, die Pächter, die waren ja anfänglich nur freiwillig dort. Mehr oder weniger durften dann halt seit Konstantin den Großen an eine Scholle, also mit Ketten zurückgebracht werden. Also ja, waren dann an die Scholle gebunden. Also das Kolonat ist eben eine andere Wirtschaftsform als das System des freien Lohnarbeiters, der hingehen kann, wo er will. Ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen, oder? Das ist relativ einfach zu definieren. Du hast Kapitalisten, und du hast doppelt freie Lohnarbeiter. Das sind die Zutaten für einen Kapitalismus. Dann auch nochmal einen gewissen Domino-Effekt haben könnte, ist schwer zu sagen, wer dann da einspringt. Jedenfalls ist auch da ja ein Bauboom in China seit vielen Jahren, und auch da gibt es große Probleme mit Wohnmangel und alles. Also das ist auch ein Problem, das sehr mit dem Sozialen verbunden ist. Aber diese ganzen Beispiele von gerade eben, aktuell China, der von der Pleite bedrohte Riesenkonzern 2008 Lehman, sind das nicht schlagende Beweise dafür, dass deine Theorie Quatsch ist? Weil wenn man einfach nur Schulden macht und Kohle in dieses System reinpumpt, dann gibt es irgendwann den großen Crash? Nein, es gibt keinen großen Crash. Also das sind ja Unternehmen, die falsch gewirtschaftet haben. Und jetzt ist die Frage, sind die too big to fail? Also wenn man sie fallen lässt, dann sorgen sie für eine globale Krise, dann muss man einspringen. Oder ist das eigentlich ein Unternehmen, das dann pleite geht, wo man sagt, gut, das tut uns eigentlich nicht weh, also lassen wir sie über die Klippe springen. Aber dass wir investieren, dass wir Dinge am Leben halten, das hat sich jetzt ja gerade durch Corona und auch schon im Zuge der Finanzkrise gezeigt, ist sehr wichtig, weil es ja keine... Da wieder ein schöner Hinweis, ne? Corona begriff er wahrscheinlich als eine große Chance für einen Neuanfang, wenn man so will. Blase gibt. Ja, so. Außerdem, wenn du als Staat investierst in dem Maße, wie er das da will, dann machst du ja auch die Unternehmen kaputt damit. Also er will ja praktisch, sag ich mal, die Unternehmen haben jetzt $1 und der Staat hat $1, den sie investieren. Okay, so. Und der Staat druckt jetzt noch 1000 andere Dollar, die er investiert. Damit ist der eine Dollar, den das Unternehmen investiert, ja nichts mehr wert, weil die $1000 vom Staat da stehen. So, damit ist das Investment des Unternehmens praktisch annulliert. Es ist nicht mehr vorhanden. Also, ne? Das hat ja auch negativ. Erstmal fordert niemand eine Vertausendfachung der Staatsausgaben. Und zweitens, danke an Moschus Maniac für das, was du beschlossen hast. Negative Konsequenzen so rum. Was wir eigentlich erleben ist, dass überall ja Geld fehlt. Also die Kommunen haben nicht genügend Geld. Die Infrastruktur haben wir schon angesprochen. Die großen Klima... Ja, die Lösung war immer, mehr davon zu drucken einfach. Wieso ist da niemand drauf gekommen? Ich meine, wir hatten die Druckerpresse. Wir haben einfach immer um 6 Uhr abends Schluss gemacht. Wir hätten die ganze Nacht durchdrucken können, hätten wir schon das Dreifache an Geld gehabt. Wie vernagelt wir waren. Projekte, die anstehen, die wir machen müssten, Bildung, all diese Dinge sind ja jetzt nochmal offenbar geworden. Da kann man ja nicht sagen, wir
spielen da einfach ein bisschen Geld zu und dann gucken wir mal, was passiert, sondern das kann man ja sehr gut planen. Und es geht ja nicht darum, dass man irgendwelche Industriezweige unterstützt, die sowieso eigentlich besser den Bach runtergingen, sondern es geht hier tatsächlich um Zukunftsprojekte. Eigentlich könnte man es umdrehen und sagen, die Konservativen haben... Wer entscheidet, welche Industriezweige besser den Bach runtergehen sollten und welche Zukunftsprojekte sind? Also das Zentralkomitee, Herr Schmidt. Ich meine, dann muss ja eigentlich in seiner... So wie es früher die Politik, so wie sie es früher auch entschieden hat. Also das Deutsche Kaiserreich hat entschieden, dass es eine gut ausgebaute Reichsbahn braucht, also hat man die ausgebaut. Und deswegen haben wir in Deutschland heute so ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz. Es ist doch relativ einfach. Das ist doch keine Erfindung kommunistischer Staaten, dass nun mal politisch entschieden wird, welche Industrien ausgebaut werden und welche nicht. Warum haben die USA ein Silicon Valley und wir hier in Europa nicht? Weil wir in Europa das sich systematisch durch staatliche Investitionen hochgepäppelt haben. Die ganzen Konzerne, die da in den USA hochgeschossen sind, die sind zum einen durch staatliche Grundlagenforschung, die in dieser Region konzentriert war, und zum anderen durch staatliche Subventionen hochgekommen. Warum hat China heute eine unabhängige Tech-Industrie, aber wir in Europa nicht? Weil China entschieden hat, sich abzuschotten und eigene Digitalkonzerne aufzubauen. Wir wollten das nicht, also haben wir das nicht. Also, dass staatliche Industriepolitik wirksam ist, das zeigen doch gerade die großen Digitalkonzerne. Die USA und China haben da auf aktive staatliche Politik gesetzt. Wir hier in Europa haben gesagt, das regelt alles der Markt. Wir machen unsere Maastricht-Kriterien, wir machen unseren Binnenmarkt, wo Kapital ganz frei gehandelt werden kann, wo alle Produktionsfaktoren immer ganz frei zwischen den Ländern hin und her geschoben werden können, wo freier Warenhandel herrscht. Was haben wir bekommen? Wir haben einen wirtschaftlichen Abstieg im Vergleich zu anderen großen Wirtschaftsräumen bekommen, die im Gegensatz zu uns nicht so naiv waren und diese schwachsinnige neoliberale Erzählung geglaubt haben, wir müssen nur auf den freien Markt setzen und da kommen schon Innovationen. Also, ja. Zu China werde ich auch gleich noch was sagen. Ich hoffe, ich habe den einen Punkt vom Schattenmacher, an den ich mich erinnert habe, nicht überhört. Sich die momentane Regierung kulturell so ziemlich genau das sein, was er will. Ne? Nur halt plus noch oder minus mit dem Abstrich, sie wollen nicht den Kapitalismus komplett über die Wupper gehen lassen, auf jeden Fall nicht so schnell und Diktatur des Proletariats. Aber von dem her, was sie so machen, ist das ja eigentlich genau sein Fall. Also im Grunde genommen sind seine Leute an der Macht. Sehr gut für die Autoindustrie waren sie bestimmt nicht so und für die chemische Industrie ja. Jetzt jahrelang den Falschen viel Geld gegeben in Form von Subventionen und Steuererleichterungen. Und jetzt könnte man mal überlegen, dass man da umsteuert. Man muss jedenfalls nicht diese Frage der Es ist auch so ein Ding von wegen, wenn man lang genug quatschen kann, ohne irgendeinen Widerspruch, mit einer Stimme, als hätte das schon irgendeinen Sinn, was man da sagt, dann wirkt das auf die Mehrheit halt wirklich so. Wen genau meint der hier mit Subventionen? Also, soweit ich weiß, wird ja in Europa am meisten der Landwirtschaft subventioniert und so ein bisschen ist eine Landwirtschaftssubvention sinnvoll im Sinne von, du kannst jetzt hier nicht deine interne Landwirtschaft komplett zugrunde gehen lassen, denn wenn es mal zur internationalen Krise kommt und du kein Essen mehr importieren kannst, dann musst du immer noch auf deine heimischen Quellen angewiesen sein. Das heißt, du darfst sie nicht verdorren lassen. Das ist für mich das Argument für Landwirtschaftssubventionen im internationalen Vergleich, dass du in Krisenzeiten einfach eine eigene Landwirtschaft immer noch hast. Und das mag auch noch ein, zwei andere, also kriegswichtige Ökonomien geben, bei denen das so hält. Aber es wäre hilfreich, wenn er genau sagt, was er damit meint, welche Subventionen abzuschaffen sind. Vielleicht ist das ja sogar sinnvoll, aber manchmal mag es das auch nicht sein. Wir sind hier übrigens fast am Ende vom Kapitel, warum der Staat viel mehr Geld ausgeben sollte. Es gibt noch eine Minute, ich bin gespannt auf die kritischen Nachfragen. Gegenfinanzierung aufmachen. Okay, also falsch investiert heißt, um zwei Beispiele zu nennen, über viele Jahre und Jahrzehnte die Kohleindustrie. Ja. Und bis heute von der EU befördert die Was haben die gegen die Kohleindustrie? Kohle ist der einzige energetische Rohstoff, den wir besitzen. Es ist ja nicht dumm, diesen Industriezweig ein bisschen zu subventionieren, also man muss natürlich immer auf das Maß blicken, damit man eine Energiereserve in der Hinterhand hat, dass man nicht 100% auf Energieimporte angewiesen ist, weil das mal in Krisenzeiten recht übel werden könnte. Ich sage nicht, dass man das machen muss, dass das 100% der richtige Plan ist, aber es ist zumindest mal ein Gedanke, den ich zumindest nachvollziehen kann. Ja, aber wie gesagt, das beißt sich mit ihren Weltuntergangsdingern, die sie ja auch brauchen, weil sonst wäre es nicht unbedingt notwendig, ihre Utopie zu erschaffen. Ja. Und wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie viel die Kohle subventioniert wird. Müsste man sich auch mal angucken. Keine Ahnung. Die eine Frage,
die kommen müsste, um ihn ins Straucheln zu bringen, wäre einfach nur, warum gibt es denn keine Inflation oder gibt es Inflation und das ist gut? Und warum das? Ja. Riesigen Milliarden. Also, ich kann es nochmal wiederholen. Wenn der Staat seine Ausgaben steigert oder wenn irgendein Akteur in der Wirtschaft seine Ausgaben steigert, das kann auch das Ausland sein, in das plötzlich mehr exportiert wird. Es können die Privathaushalte sein, die ihre Ausgaben steigern. Es können die Unternehmen sein, die mehr investieren. Es ist völlig egal, welcher Sektor das macht. Wenn ein Sektor mehr investiert, dann führt das zum einen zu einem höheren Preisniveau und zum anderen zu höherer Beschäftigung und einer höheren Produktion. Und je näher die Wirtschaft Vollbeschäftigung ist, desto mehr wirkt sich das Ganze nur aufs Preisniveau aus und so gut wie gar nicht mehr auf die Produktion. Je näher wir Vollbeschäftigung sind, das ist der zentrale Punkt. Also habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass kann man auch bei jedem Keynesianer, wenn man sich irgendwo mal informieren würde, quasi sofort nachlesen, weil das immer die Argumentation ist. Da braucht man jetzt nicht irgendwie ganz tief in die keynesianische Theorie reinzuschauen. Das ist so ziemlich die Basic-Argumentation dort. Und das Schlomo, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das nicht denkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen einfachen Gedanken kann. Es kann beides passieren, also Preisniveau und Produktionssteigerung. Dass er diesen einfachen Punkt völlig übergeht und nur in diesen Extremen denkt. Also es ist unfassbar. Träger an Agrarsubventionen. Exakt. Ja, wo Monokulturen entstehen, die auch ökologisch fragwürdig sind und wo du dann irgendwann. Wie willst du denn außerhalb einer Monokultur was anbauen? Ich meine, ja, du baust halt ein Meizenfeld an, das ist eine Monokultur. Und wie gesagt, nochmal, das mit diesen Agrarsubventionen. Das mag auch noch andere Gründe haben. Einer ist halt die Krisenstabilität damit. Wollen wir das komplett aufgeben? In welchem Maße wollen wir das aufgeben? So viele Details werden zu besprechen, so viele Fragen. Weiß ich, im Falle der Milchbauern immer mehr milchproduzierende Kühe hast, die kein Mensch mehr braucht. Ja, damit wir dann plötzlich Nahrungsmittel ins Ausland exportieren, als sei das für uns eigentlich wichtig und als sei das jetzt so fortschrittlich dann für eine EU, für ein modernes Europa. Und ich meine, das Problem ist hier tatsächlich eine ideologische Frage. Also wir haben jetzt einfach gesehen, Joe Biden gibt ein paar Billionen aus oder auch Scholz hat viel Geld in die Hand genommen und dann gab es manchmal diese Argumentation, ja, weil wir so sparsam waren in den vergangenen Jahren, können wir uns das jetzt leisten. Das ist ja Unsinn. Also es wurde ja nicht Geld irgendwo hingelegt und das hat man nun genommen und hier... Ja, aber die Schulden wären ja größer sonst. Ja, also es stimmt ja auch, Deutschland hat Schulden eher abgebaut. Und jetzt wieder stark Schulden zugenommen. Die USA im Übrigen haben sehr, sehr, sehr viel mehr Schulden gemacht. Also ich glaube, die USA sind da mittlerweile auch schon mit 130% ihres Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Das ist auf dem Niveau von Italien oder sowas. Neulich hat die irgendeine Ranking-Agentur den amerikanischen Bonitätsgrad heruntergestuft. Also es ist nicht so, als ob es den Leuten nicht aufgefallen sei, dass die USA sich wie bekloppt verschulden. Jetzt werden die Arbeiter... Ja, natürlich, kurzfristig funktioniert das. Das wird aber wahrscheinlich langfristige Folgen haben. Weil die jetzt gerade im Lockdown sind. Sondern ja, welche? Bitte erklär mir welche. Man hat einfach Geld im Prinzip, ich will nicht sagen drucken lassen, weil das ein bisschen komplizierter ist, dieses System, aber man hat mit der EZB ein sehr kompliziertes Konstrukt geschustert, bei dem die Staaten sich verschulden können. Zum Teil hat man jetzt eine europäische gemeinschaftliche Verschuldung, das musste man machen, weil ja Italien... Ich hätte noch einen Vorschlag dazu, wieso erlauben wir es nicht einfach Privatbürgern Geld zu drucken? Wieso verkaufen wir nicht auf Amazon? Ja, hätten wir noch mehr, genau. Ja, genau, noch mehr. Je mehr Leute mitmachen, desto lustiger. Besonders kritisch dastand. Und im Prinzip könnte man es aber vereinfachen. Ein souveräner Staat. Also das muss ich jetzt nicht wirklich erklären. Also ich weiß, die Frage von Schlomo ist ein bisschen scherzhaft, aber wenn der Staat als ideeller Gesamtkapitalist, der für die Gesamtwirtschaft denkt, eben die optimale Haushaltspolitik macht, um für maximales Wachstum zu sorgen, dann ist das was anderes, als wenn man Privatpersonen erlaubt, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und damit Ressourcen für sich selbst zu beanspruchen, dann hat man eben Moral Hazard. Also das hat der Schattenmacher vorhin erklärt, das brauche ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Der eine stabile Wirtschaft hat, der
eine gute Politik einigermaßen macht, also nicht zu korrupt ist und so weiter, also kein Operettenstaat, ja. Also ein Staat wie Deutschland, Frankreich oder USA kann Geld drucken im Prinzip. Also warum die anderen nicht? Also das soll er mir mal erklären. Warum kann jetzt irgendeine Banane... Deutschland und Frankreich können das auch nicht, einfach da sie Teil der Eurozone sind. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel von Wolfgang M. Schmidt. Und ja, der Korruption ist auch kein relevantes Kriterium, dass ein Staat monetär souverän ist. Also ein Staat wie Argentinien kann das nicht unbegrenzt, weil er halt erstmal, weil der Peso auf den Devisenmärkten, weil du damit nichts kaufen kannst beispielsweise. Also deswegen kann ein Staat wie Argentinien das nur sehr begrenzt. Und Argentinien verschuldet sich ja nicht mal im Peso, sondern Argentinien ist sehr hoch in US-Dollar verschuldet. Alleine deswegen ist die monetäre Souveränität Argentinien stark eingeschränkt. Argentinien bekommt nämlich nicht von den Finanzmärkten neue US-Dollar, sondern vom Internationalen Währungsfonds. Und der schreibt Argentinien unter anderem vor, wie es seine Geldpolitik zu gestalten hat. Also es gibt ein Spektrum monetärer Souveränität. Und ein Staat, der eine eigene Währung hat, die aber nirgendwo angenommen wird und in der er nicht mal verschuldet ist, sondern er ist dann in Fremdwährung verschuldet, ja, der ist halt monetär nicht sonderlich souverän. Er kann zwar von dieser eigenen Währung etwas drucken, aber angenommen wird sie ja nur im Inland. Also er kann inländische Ressourcen dadurch mehr auslasten. Das kann er. Und da kann er sich auch weiter verschulden. Also wenn im Inland noch keine Vollbeschäftigung hergestellt ist, und er es anderweitig schafft, die Lohnsteigerung unter Kontrolle zu bringen, zu verhindern, dass es Inflation gibt, dann kann er die Ausgaben im Inland steigern. Aber im Ausland, wenn die Währung auf den Devisenmärkten nicht angenommen wird, kann er eben mit der Währung auch nichts kaufen. Ist relativ einfach zu verstehen. Bananenrepublik nicht unbegrenzt Geld drucken, aber die USA oder die Deutschland? Viele Bananenrepubliken haben zumal ihre Währungen direkt an den Dollar gebunden oder haben den Dollar als Währung eingeführt oder sonst irgendwelche komischen Experimente. Die haben also gar keine monetäre Souveränität. Die sind einfache Währungsnutzer. Deutschland schon. Also, hä? Also, geben die anders dann nicht aus oder falsch aus? Oder ist es dann bei denen führt es zu Inflation, bei uns nicht? Und warum? Oder werden wir möglicherweise damit dann auf die Dauer zu einem Staat, der das eben nicht mehr kann? Es gibt ja nicht. Nein, werden wir nicht. Okay, jetzt kommen wir gleich zu China. Dann war da doch ein bisschen mehr Abstand. Dann habe ich doch ein bisschen weiter geguckt, als ich gedacht habe. China wollte ich ja gerade gleich auch nochmal was sagen. Aber jetzt zu all diesen Fragen. Wenn wir mehr Geld ausgeben und keine Vollbeschäftigung herrscht, dann sorgt das Geld erstmal dafür, zu einem Anteil natürlich, dass das Preisniveau steigt, höhere Nachfrage, können die Unternehmen natürlich erstmal ihre Gewinnmargen ausweiten, dann ist fraglich, inwieweit sie die Produktion ausweiten können auf lange Sicht. Je eher sie die Produktion ausweiten können, ohne höhere Löhne zahlen zu müssen, desto weniger nachhaltige Wirkung hat die Ausgabensteigerung auf die Inflation. Und auf der anderen Seite führt das eben zu einer höheren Produktion. Und diese höhere, also wie gesagt, du hast diese zwei Effekte, höhere Produktion und höheres Preisniveau. Und was, wie stark der Fall ist, das sieht man ja dann, wenn man die Ausgaben steigert. Und in der Situation, wo wir 2,5 Millionen Arbeitslose haben, laut schön gerechneten offiziellen Zahlen, in so einer Situation können wir problemlos die Staatsausgaben drastisch steigern. Also Deutschland hat ja sogar auch einen Leistungsbilanzüberschuss in Höhe, der ist in den letzten Jahren so zwischen 4% und 9% ungefähr geschwankt. Oder ich glaube, 2022 ist das mal ziemlich eingebrochen, vielleicht zwischen 3% und 9%. Auf jeden Fall hatten wir in den letzten 15 Jahren deutlich positiven Leistungsbilanzüberschuss. Das heißt, Deutschland könnte ohne Probleme Ausgaben von, ich hatte es gerade gesagt, ist ein bisschen geschwankt, aber sagen wir 6, 7, 8% des Bruttoinlandsproduktes zukünftig an Staatsschulden machen. Und dann hätte es einfach nur eine ausgeglichene Leistungsbilanz. Also wenn wir das Geld, was wir bisher vom Ausland bekommen, wenn wir das Geld dafür nutzen würden, um Produkte aus dem Ausland zu kaufen, dann hätten wir eine ausgeglichene Leistungsbilanz. Unsere Wirtschaft wäre überhaupt nicht mal viel mehr ausgelastet, als sie jetzt ist. Also sowohl die extrem positive Leistungsbilanz als auch die Unterbeschäftigung, die wir haben, sind klare Indikatoren dafür, dass der deutsche Staat seine Ausgaben drastisch steigern könnte. Ein hoher Leistungsbilanzüberschuss ist ein Symptom einer unterausgelasteten Wirtschaft. Beziehungsweise eines zu niedrigen inländischen Konsums, so rum. Eine hoher Leistungsbilanzüberschuss bedeutet, dass du das Einkommen, was du theoretisch zur Verfügung hättest, nicht konsumierst, sondern sparst und das Ausland eben die Produkte beispielsweise aus deiner Industrie abnimmt. Also das ist ein Symptom davon, dass wir eben zu wenig konsumieren. Deutschland tippt deutlich unter seinen Verhältnissen. Also, was hat Zimbabwe falsch gemacht?
ein Limit, es gibt nur... Simbabwe hat Landwirte enteignet, die wussten erstmal, wie man mit den landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, die sie hatten, Felder, Traktoren umgeht und die diese Produkte dann, nachdem der Staat sie enteignet hatte, zerstört haben. Das heißt, Simbabwe hat zu einer Zerstörung von relevanten Teilen der Nahrungsmittelproduktion gesorgt und dadurch sind die Lebensmittelpreise explodiert, woraufhin sich eine selbst beschleunigende Inflationsspirale gebildet hat. Die auch angesichts der steigenden Preise wollten die Arbeiter natürlich, dass die Löhne erhöht werden. Dann haben die Unternehmen die Löhne erhöht. Daraufhin sind die Preise nochmal weiter gestiegen und das hat sich dann selbst beschleunigt und dann hatte Simbabwe Hyperinflation. Das ist in fast jedem Land, wo du eine Hyperinflation siehst, siehst du vorher einen negativen Produktivitätsschock. Also entweder, weil die Rohstoffpreise eingebrochen sind und die Importe, also du dir für deine Exporte von Rohstoffen wesentlich weniger kaufen konntest, wie beispielsweise in Venezuela, oder weil du halt so eine Sondersituation wie in Zimbabwe hattest oder in der Weimarer Republik, da ist das Rheinland von den Franzosen besetzt worden und die Produktion ist eingebrochen. Gleichzeitig wurden die Löhne von der deutschen Reichsregierung weiterbezahlt. Das heißt, du hast einen Einbruch der Produktion, gleichbleibende Nachfrage, marktsteigende Preise. Wenn diese Preise in der nächsten Runde jetzt wieder auf die Löhne umgelegt werden und Löhne und Preise sich gegenseitig treiben, hast du relativ schnell Hyperinflation. Ist auch relativ leicht erklärt. Das kann aber bei jedem Staatsschuldenstand passieren. Also das kann bei einem Staatsschuldenstand von 2% des Bruttoinlandsproduktes passieren. Das kann bei einem Staatsschuldenstand von 200% des Bruttoinlandsproduktes passieren. Der Staatsschuldenstand ist hier nicht die relevante Kennzahl. Das ist der ganze Punkt. Nur das Limit natürlich der Inflation, dass man nicht irgendwas jetzt überhitzt. Wir können jetzt nicht... Überhitzt, aber es gibt ja nicht, also solange das langsam... Es gibt das Limit der Inflation. Ja genau, aber das ist nur ein Überhitzungslimit, also im Sinne von einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber wenn in 100 Jahren dann das Geld 100 Mal weniger wert ist, kein Problem, es sind ja 100 Jahre. Nicht Helikoptergeld insoweit verteilen, dass jeder ab morgen 10.000 mehr auf dem Konto hat. Das würde wahrscheinlich dann zu einer Inflation führen. Aber wenn wir sehen, was jetzt in den USA passiert ist, dass man da sehr arme Leute direkt eigentlich mit Schecks ausgestattet hat, kann man sehen, es ist möglich. Ja, und das in die Zukunft gedacht, ist doch dasselbe auf einen längeren Zeitraum. Wen interessiert es? Nein, ist es nicht. Das Schlomo das immer noch nicht versteht. Wenn du mehr Geld, ich erkläre es jetzt, glaube ich, zum vierten langsam, glaube ich, etwas redundant, aber also dass Schlomo diesen gleichen Punkt immer nicht versteht. Wenn du mehr Geld ausgibst, dann steigt die Produktion und es steigt das Preisniveau. Und wenn die reale Produktion steigt, dann ist das ja erstmal was Gutes. Wenn die Löhne sich erhöhen, und zwar stärker als das Preisniveau, dann ist das doch was Gutes. Also dir kann es doch egal sein, wenn in 100 Jahren dein Lohn nur noch 10% von dem Wert ist, wenn der Geldwert um 90% eingebrochen sind, aber die Löhne im gleichen Zeitraum sich verzwanzigfacht haben, dann hat dein Einkommen sich trotzdem verdoppelt. Ich musste gerade mit den Zahlen etwas überlegen. Also hat sich wahrscheinlich sogar mehr als verdoppelt. Das Wachstum war immer wesentlich höher. Aber sagen wir das jetzt mal ganz vereinfacht. Also wenn die Löhne stärker steigen als die Inflation, du Reallohnzuwächse hast, dann ist eine moderate Inflation erstmal kein Problem. Das Problem ist immer nur eine stark schwankende Inflation. Deswegen sind hohe Inflationsraten auch meistens ein Problem, weil diese Inflationsraten nicht gut planbar sind. Also mit einer Inflationsrate von heute 50%, morgen 10%, dann wieder 100%, wie du es in vielen Schwellenländern hast, da kann kein Unternehmen langfristige Kredite aufnehmen. Da kann niemand irgendwelche langfristigen Zinsen planen, weil die Inflation so stark schwankt. Das ist das Problem an hohen Inflationsraten. Das Problem ist nicht, dass die Löhne gleich bleiben, aber du in der gleichen Zeit eine Inflation hast, denn Ausgabensteigerungen, die haben ja auch einen Einfluss auf die Löhne, nicht nur aufs Preisniveau. Also das ist doch jetzt nicht so schwer zu verstehen. Und wenn die reale Produktion wächst und diese Zuwächse an wirtschaftlicher Produktion dann auch an die Arbeiter weitergegeben werden, dann steigen die Löhne ja. Also dann führen höhere Staatsausgaben auch zu steigenden Reallöhnen. Das ist das Relevante für dich. Das Relevante für dich ist nicht die Inflation. Das Relevante ist deine Lohnsteigerung minus die Inflation, also dein Reallohnzuwachs. Das Relevante ist letztlich die reale Produktion. Die nominale Größe, die kann dir auch erst recht auf lange Sicht relativ egal sein.
ob du den Leuten, keine Ahnung, jetzt 1.000 gibst und dann nächsten Monat oder alle 3 Monate 1.000 Euro für so und so viele Jahre oder jetzt 10.000. Wen interessiert's? Ist doch dasselbe. Wirklich? Ja. Und es hilft den Leuten und es hilft am Ende auch der Wirtschaft. Also eins noch. So, jetzt 1.000 gibst und dann nächsten Monat oder alle 3 Monate 1.000, das in die Zukunft gedacht. So, jetzt, ich habe gerade bei Schlomo nicht richtig zugehört. Ich muss ihn, glaube ich, nochmal hören. Ist doch dasselbe auf einen längeren Zeitraum. Wen interessiert's, ob du den Leuten, keine Ahnung, jetzt 1.000 gibst und dann nächsten Monat oder alle 3 Monate 1.000 Euro für so und so viele Jahre oder jetzt 10.000? Wen interessiert's? Ist doch dasselbe. Wirklich? Ja. Und es hilft? Nein, es ist nicht dasselbe. Wenn du der Wirtschaft mehr Zeit gibst, sich an eine höhere Nachfrage anzupassen, dann wird die Produktion eher steigen, dann wird das Ganze eher in Produktion weniger in Steigerung des Preisniveaus resultieren. Also wenn du jetzt allen Leuten 10.000 Euro gibst, dann wird das wahrscheinlich zu einem höheren Anteil zu einem steigenden Preisniveau führen und zu einem niedrigeren Anteil zu Produktionszuwächsen. Wobei auch beides passieren wird. Also das ist ja jetzt noch keine Summe, die die Hyperinflation auslöst. Wenn du über die nächsten 10 Jahre jedes Jahr jedem Bürger 1.000 Euro gibst, dann kann er diese 1.000 Euro locker verkonsumieren. Die Unternehmen können sich auf die steigende Nachfrage einstellen, ihre Produktion steigern, mehr Arbeiter anstellen und dann wird das wahrscheinlich nur zu Wirtschaftswachstum und fast gar nicht zu einem steigenden Preisniveau führen. Also ist jedenfalls sehr wahrscheinlich bei so niedrigen Summen von nur 1.000 Euro pro Bürger pro Jahr. Den Leuten und es hilft am Ende auch der Wirtschaft. Also eins noch, ich habe mal in der... Ja, es hilft, natürlich hilft das den Leuten, denen man dann das Geld zuerst gibt. Ne? Also wenn du Geld inflationierst, hilft es immer denen, an die es zuerst erreicht. Also wenn du dann einer Person... Wenn die reale Produktion steigt, dann hilft das erstmal der gesamten Volkswirtschaft und dann ist die Frage, wie wird dieses Produktionswachstum verteilt? Wenn die goldene Lohnregel eingehalten wird, dann bekommen die Lohnabhängigen genauso viel wie die Kapitalisten, das heißt, alle profitieren. Und die Sozialleistungen, die steigen ja auch immer entsprechend den Löhnen mit, das ist in unserem Sozialsystem ja auch ganz gut verankert. Also die Renten, die steigen dann adäquat mit, beispielsweise. Ja, das kommt dann darauf an, wie dieses Wirtschaftswachstum dann verteilt wird. Kommt nicht, also wie gesagt, die Inflation, die wird jetzt vom Schattenmacher hier hochgehalten, aber wenn man das Ganze verantwortungsvoll betreibt, dann führt das nicht zu viel Inflation. Das ist ja der ganze Punkt, dass man immer nur so viel ausgeben sollte, dass die Wirtschaft eben nicht überhitzt wird. Also das hat Wolfgang M. Schmidt jetzt auch schon dreimal erwähnt, aber es wird irgendwie ignoriert. Ich glaube, wir sollten gleich mal vorspielen. Ich wollte eigentlich noch was zu China sagen. Ich war eigentlich der Meinung, das würde noch mal vorkommen, aber da habe ich wohl den zweite Äußerung des Schattenmachers zu verpasst. Person 100 Milliarden Euro gibt, kann die ausgeben, ne? Und dann kannst du Person 2 ausgeben. Aber bei dem das Geld am letzten ankommt, der hat halt die Arschkarte. Und was er da vorschlägt, ist den Armen zu gehen. Ja, ich gehe davon aus, dass dann die Mittelschicht besonders betroffen ist. Die Armen kriegen das Geld und werden dadurch reicher. Und sie geben es für gewöhnlich in Wegen aus, die der Oberschicht überproportional zugutekommen. Und wer dann auf der Strecke bleibt, sind die dazwischen. In anderen Worten, du hast damit dann auch einen Anreiz geschaffen, arm zu sein. Ne? Ja, du hast einen Anreiz geschaffen, arm zu sein. Also Wolfgang M. Schmidt redet von Investitionen in die Infrastruktur und zusätzlichen, kostenlosen öffentlichen Leistungen, auf die alle Anspruch hätten, auch Arbeiter. Und die beiden machen daraus, es gäbe einen Anspruch, arm zu sein, wenn man jetzt, keine Ahnung, Bürgergeld erhöhen würde. Das hat er gerade gar nicht gefordert. Also, Strohmann-Festival, so wirklich. Das fügt unter Umständen zur Verarmung der Mittelschicht, zur weiteren Polarisierung, zu Umständen, also die eine Diktatur des Proletariats oder eine Weltrevolution wahrscheinlicher machen. Worauf er hinaus? Schule gelernt, dass man eben nicht als Staat einfach Geld drucken kann oder Geld drucken soll, weil das alles sozusagen als Sicherheit irgendwie bestimmte Goldvolumen braucht. Ja. Gilt das alles so nicht mehr? Das gilt nicht mehr und zwar seit 50 Jahren nicht, aber es ist in unserem Denken noch so drin. Und das ist, glaube ich, sehr leicht, warum das... Er hat natürlich recht, dass das nicht mehr so gilt. Ich glaube, von der Konferenz von Bretton Woods oder sowas wurde der amerikanische Goldstandard aufgelöst. Ich meine... Andersrum. Nixon-Schock war das 71, denn der Schattenmacher gerade meint, auf der Konferenz von Bretton Woods wurde der Goldstandard festgelegt und das Goldstandard war ja nur ein Teil des Bretton Woods-Systems. Zentrale Konstruktionsfehler. Dieser Goldstandard hat dafür gesorgt, dass der Dollar an eine Ressource gebunden war, die nicht beliebig vermehrbar war. Und das hat letztlich dafür gesorgt, dass das Bretton Woods-System sich nicht nachhaltig halten ließ und dass Nixon 1971 dann sagen musste, so, wir können euch für die Dollars, die wir euch schulden, kein Gold mehr geben.
Die Franzosen wollten die ganzen, für die ganzen Schulden, die sie, also für die Dollarreserven, die sie hatten, ja Gold haben. Und das Gold hatten die USA schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen mussten sie letztlich diesen Goldstandard aufgeben. Also besser wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn man eine beliebig verwertbare internationale Reservewährung erschaffen hätte, wie den Bankcoin. Das hat Keynes ja auch gefordert. Aber die USA wollten halt, dass der Dollar Weltleitwährung ist. Und da mussten sie den an irgendwas Wertvolles binden, damit die anderen Länder da mitziehen. Und entsprechend haben sie dann Gold genommen. Und deswegen ist das Bretton Woods-System dann gescheitert. Und jetzt haben wir diese freischwankende Wechselkurse, dieses riesige Chaos, was immer neue Finanzkrisen produziert. Und was Finanzspekulanten wirklich enorme Möglichkeiten des Geldverdienens ermöglicht. Also das System mit den festen Wechselkursen, was wir im Bretton Woods-System hatten, das war viel, viel besser als das heutige System. Und das hat wohl mit dazu beigetragen, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg eine so stabile und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung mit relativ hohen Wachstumsraten hatten. Das war wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, könnte man heute meinen. Weil dadurch diese Inflationierung und die enorme Macht, die man dem Staat über die Wirtschaft gegeben hat, erst geschaffen wurde. Ob das so eine gute Idee war, Zu erklären, warum. Die Macht hatte der Staat auch vorher. Also es war bei fast jedem Goldstandard, den wir seit Einführung des Fiat-Geldes haben, eigentlich so, dass dieser Goldstandard nur eine Illusion war, die Geldmenge immer stärker als die Goldmenge. Also kapitalistisches Wirtschaften ist ohne Ausweitung der Geldmenge eigentlich nicht möglich. Und entsprechend ist auch jeder Goldstandard früher oder später gescheitert. Das ist eine Illusion, mit der kann man ja vorübergehend die Währung stabilisieren, aber das ist so gut wie nie etwas Dauerhaftes. Jedenfalls nicht in kapitalistischen Wirtschaften, in vormodernen Wirtschaften, wo es kein Wirtschaftswachstum gibt und man auch keine Kreditexpansion braucht. Da kann man über Jahrhunderte hinweg einen stabilen Goldstandard haben, aber in Verhältnissen, wie wir sie heutzutage haben, mit ständigem Wirtschaftswachstum und entsprechend ständiger Kreditexpansion, kann man nicht an einem dauerhaften Goldstandard festhalten. Warum das so ist. Du bist ja vielleicht, wir reden ja hier in Stuttgart, Schwabe. Also assimilierter Schwabe. Assimilierter Schwabe. Und als Merkel im Wahlkampf so nach der Finanzkrise mal war, da hatte sie gesagt, ja, hätte man nur mal so gewirtschaftet wie die schwäbische Hausfrau. Da muss man sagen, hätten wir so gewirtschaftet wie die schwäbische Hausfrau, dann gäbe es keinen modernen Kapitalismus. Da müssten wir ins 18. Jahrhundert zurück. Natürlich funktioniert moderner Kapitalismus mit Kreditaufnahme und all dem. Und was für uns aber besonders schwierig. Aber Kreditaufnahme funktioniert, also wir können uns darüber unterhalten, ob das nicht ewig nur, ob diese Schulden insgesamt zurückgezahlt werden können, weil sie ja durch die Zinsen dann sozusagen neues Geld praktisch entstehen lassen, aber im Prinzip solltest du deine Schulden ja zurückzahlen. Das war ja der Sinn der Sache. Und also und wie gesagt, mikroökonomisch für nichtstaatliche Akteure, für Währungsnutzer, ja, für die gilt das. Aber für Währungsherausgeber gilt das schon mal gar nicht. Für ja andere staatliche Akteure, die nicht Währungsherausgeber sind, ist immer kompliziert. Kann man jetzt nicht so allgemeingültig beantworten. Aber für ja, den Währungsherausgeber, für den Staat, nein, für den gilt das nicht. Also der Staat, wenn der anfängt, Schulden zurückzuzahlen, dann entzieht er der Privatwirtschaft Geld. Er vermindert das Einkommen der Privatwirtschaft, wenn er seine Ausgaben verringert. Er vermindert das Vermögen der Privatwirtschaft, wenn er seine Staatsschulden verringert. In den USA haben bisher einige Präsidenten schon versucht, die Staatsschulden abzubauen. Jedes Mal ist es danach zu einer sehr schweren Rezession gekommen. Also letzte Mal war Bill Clinton. Da hat Bill Clinton tatsächlich mal einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Und was ist passiert? Die Einkommensposition der privaten Haushalte und der Unternehmen hat sich verschlechtert. Die USA sind aus der Rezession, die darauf Anfang der 2000er folgte, durch zusätzliche staatliche Verschuldung, aber auch durch eine zusätzliche Verschuldung der Privathaushalte, vor allem durch Immobilienkredite rausgekommen. Darauf folgte dann die große Finanzkrise. In den 20er Jahren haben die USA tatsächlich Haushaltsüberschüsse erzielt und Schulden abgebaut. Was folgte, war die Weltwirtschaftskrise. Ja, es gab tatsächlich mal einen US-Präsidenten, der es geschafft hatte, die US-Staatsverschuldung auf null zu reduzieren. Hielt nicht lange an. Kurz darauf gab es eine ziemlich schwere Rezession und die USA mussten dann ihre Verschuldung wieder steigern. Also jedes Mal, wenn ein US-Präsident es geschafft hat, Überschüsse zu machen, gab es danach eine sehr, sehr schwere Rezession oder sogar eine wirtschaftliche Depression, also so ein Einbruch wie 1929. Also es war jedes Mal eine Katastrophe, wenn das da irgendein Präsident versucht hat.
In Großbritannien, da ist die Sache etwas anders gelagert. Im 18. Jahrhundert ist die britische Staatsverschuldung auch wegen der ganzen Kriege, die das Empire führte, durchgängig gestiegen. Im 19. Jahrhundert, da konnte sie wegen der Leistungsbilanzüberschüsse, die es machte, durch die ganzen Kolonien, die es hatte, also da hatte die britische Elite ja zahlreiche Besitztümer, die für Zahlungen nach Großbritannien sorgte, da konnte Großbritannien tatsächlich seine Staatsschulden über 100 Jahre abtragen, aber das ist ein Sonderfall. Also so hohe Auslandsvermögen wie die Eliten der europäischen Kolonialmächte, also vor allem Frankreich und Großbritannien im 19. Jahrhundert hatten, das ist eine historisch einmalige Situation und das ist nicht wiederholbar. Also da sind die USA das wesentlich bessere Beispiel. Immer wenn die US-Regierung dort Schulden deutlich reduziert hat, gab es danach eine Wirtschaftskrise. Das ist ein relativ einfacher Zusammenhang, lässt sich auch relativ einfach erklären. Wie gesagt, solche Kritikpunkte, die sind ja nicht wirklich ehrlich gemeint, in dem Sinne, als dass, also es ist immer noch ja der fürchterliche Kapitalismus, auch wenn das fehlt. Ne? Es geht ihm ja nicht darum. Schwierig ist, diese zwei verschiedenen Rechnungen zu machen. Einmal, dass wir als Privatleute uns nicht grenzenlos verschulden können, dass aber ein Staat, der ja die Währung ausgibt und wir auch angewiesen sind auf diese Währung, denn du kannst nicht jetzt plötzlich sagen, ach, ich zahle meine Steuern jetzt in Kryptowährungen oder in Knöpfen, sondern du musst die in Euro zahlen. Deswegen bist du daran gebunden an diese Währung. Ja, aber wie gesagt, warum nicht deine Idee? Warum nicht jedem dann eine eigene Druckerpresse in den Keller stellen? Hätten wir das Problem ja nicht. Kann ja jeder sich damit dann alles leisten, wird das Leben viel besser, kann er schön öffentlich-rechtliche Verkehrsmittel nutzen, öffentlich-rechtliche oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen und kann dann einfach seine Steuern und seine Schulden und alles, was er sonst verbraucht, aus seiner Kellerpresse bezahlen. Ist doch super. Und das Was soll denn jetzt? Es wird mir langsam zu blöd. Ich glaube, wir spulen mal 10 Minuten weiter. Also das gleiche dumme Argument, was vor 10 Minuten gebracht hat und was da genauso falsch war, also ich dachte eigentlich, Schlomo macht einen Scherz. Aber nochmal, wenn du Privatleuten erlaubst, unbegrenzt Geld zu drucken, dann hast du Moral Hazard, du setzt Fehlanreize, was vollkommen logisch ist. Natürlich verfolgt ein Privatmann damit erstmal seine eigenen Interessen, aber wenn der Staat das macht, dann verfolgt er die Interessen seiner ganzen Wirtschaft, dann will er seine Position in der Staatenkonkurrenz verbessern und dann handelt er im besten Sinne für die gesamte Wirtschaft oder sollte das zumindest tun. Ich meine, da gibt es ja Staaten, die erfolgreicher und welche, die weniger erfolgreich sind. Das ist doch kein schwierig zu kapierender Unterschied. Und wie gesagt, es wird mir langsam echt zu blöd. Das ist schon das zweite Mal, dass dieser absolut dämliche Strohmann kommt. Die haben alle am allerwenigsten Kinder produzieren überhaupt. Und noch mal was am Rande. Bitte Chat, die Mods, keine Kommentare löschen. Also, ja, ich kann nicht die Löschung von Kommentaren hier überprüfen. Also ja, ich kann sagen, es war jetzt nicht gerechtfertigt, die zu löschen. Lass das mal bitte. Lass die bitte stehen. Aber ich kann die ja nicht wieder erscheinen lassen. Also bitte lass die Kommentare da stehen, die da stehen. Wenn da keine Beleidigungen drin sind oder keine feindlichen Aussagen gegen diesen Kanal hier. Die ich mir schon oft gestellt habe und auf die ich ehrlicherweise nicht mal ansatzweise eine Antwort gefunden habe. Also, China ist eine der letzten kommunistischen Bastionen auf dieser Welt. Also ein beinhartes kommunistisches System, das sich konsequent... Die sind ja nicht kommunistisch. Es ist ja bescheuert, China einfach kommunistisch zu nennen. Das ist, wie gesagt, ein Bürokratiestaat. Das ist ein Mandarin-Staat. Die haben ja sowas wie eine Marktwirtschaft. Nur die Marktwirtschaft... Oder die Unternehmen, die es dort gibt, die ja können nicht vollkommen frei wirtschaften, die sind halt unter Kontrolle der Partei. Klassisch demokratischen. Ja, auch diese. Ich glaube, jetzt kann ich noch mal was zu China sagen. Vielleicht habe ich die Aussagen des Schattenmachers jetzt übersprungen, auf die ich reagieren wollte. Aber du kannst das heutige China nicht mit einem, ja, mit dem China des 19. Jahrhunderts vergleichen, was ein armer Agrarstaat war. Also du hast heute da modernes Industrieland und ja, es gibt in China diese Tradition, da hat der Schattenmacher definitiv recht, aber China war ein relativ normaler sozialistischer Staat unter Mao und es ist jetzt ein normaler kapitalistischer Staat, ist auch schon zu viel gesagt. China macht halt eine andere Wirtschaftspolitik als andere kapitalistische Staaten, das ist der Unterschied, aber
Was die grundsätzliche Organisation der Wirtschaft angeht, gibt es in China ja kapitalistische Privatunternehmen. Also es ist, wie gesagt, China macht eine andere Wirtschaftspolitik. Das ist der zentrale Unterschied. Nicht, dass es kommunistisch wäre oder dass es in so einer Tradition der Mandarine stünde, sondern es macht einfach eine andere Wirtschaftspolitik. Eine Wirtschaftspolitik, wie sie in den 50er, 60er, 70er Jahren in Westeuropa, in Südkorea und in Japan auch gemacht wurde. Liberalen, freiheitsrechtlichen Geschichten verweigert und extrem die eigenen Bürger und Bürgerinnen und Leute reglementiert und auf der anderen Seite fast eine Form von Urkapitalismus im wirtschaftlichen, im finanziellen, im fiskalischen Bereich. Und beides in der Kombination ist ein Erfolgsmodell. Erklär mir den Grund. Der Grund ist erstmal, dass China nicht mehr kommunistisch ist, auch wenn Sie das sagen würden, aber wir haben Privateigentum, wir haben Marktwirtschaft, wir haben eigentlich all diese Dinge, die wichtig sind, um eine kapitalistische Wirtschaft zu definieren. Wir haben einen Staat, der alles vorgibt, der die Doktrin vorgibt, der genau, wenn das sein wäre muss, die ideologische denken, Seite, einsperrt. Aber das ist ein autoritärer Staat, aber das hat mit dem Kommunismus oder mit einer sozialistischen Wirtschaft. Aber die Marktwirtschaft ist ja nicht frei in dem Sinne. Die Marktwirtschaft ist ja am Ende unter der Fuchtel von der Partei. Insofern kannst du es auch nicht kapitalistisch nennen. Doch, kann man. Also erstmal bewegt sich jede Marktwirtschaft, jeder Markt in einem vom Staat gesetzten Rahmen. Der Staat garantiert erstmal vorneweg das Eigentumsrecht, das heißt, ohne Staat Markt geben. Und zweitens setzt der Staat dann noch einen Rahmen. Dieser Rahmen kann liberaler sein oder kann beschränkter sein. Und es gibt in jedem Staat Preise, die festgeschrieben sind. Das Land in Europa, was übrigens die meisten vorgeschriebenen Preise hat, nämlich ungefähr 30% der dortigen Preisbildung, ist die Schweiz. Würde man auch nicht denken. In China ist der Anteil an vorgeschriebenen Preisen niedriger als in der Schweiz. Dann gibt es natürlich Mechanismen, mit denen die KP da in die Privatunternehmen reinreagieren kann. Es gibt Beschränkungen für ausländische Unternehmen, in China zu investieren. Also beispielsweise müssen sie sich immer mit einem chinesischen Unternehmen zusammentun, da Joint Ventures gründen, wenn sie da investieren wollen. Aber solche, und es gibt Kapitalverkehrskontrollen, das heißt, man kann nicht unbegrenzt Kapital nach China einführen und wieder ausführen. Aber das sind ja alles Dinge, die waren in den westeuropäischen Staaten auch schon mal so. Also zur keynesianischen Ära in den 50er, 60er, 70er Jahren bis zum Ende des Bretton Woods-Systems gab es auch überall rigide Kapitalverkehrskontrollen. Das ist ja keine chinesische Erfindung. Das hatten wir auch mal. Also, dass der Kapitalismus in China besser reguliert wird als hier, das könnten wir auch haben, wenn wir das wollten. Zwei sind nicht viel zu tun, sondern Deng hat ja schon gesagt, ihm sei eigentlich egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Und dieser Pragmatismus ist, glaube ich, entscheidend, um das zu erkennen. Und ich würde es eher... Ich meine, allein, dass du so schwärmst davon und uns sagst, wir sollen mehr in diese Richtung gehen, sagt uns schon, dass das auf jeden Fall mehr mit Kommunismus am Hut hat als wir. Als einen autoritären... Und ich möchte da nochmal dran erinnern, wie gesagt, die Chinesen sind pro Kopf, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, die machen so 10 oder... 15, also je nachdem, ob es absolut oder Kaufkraft bereinigt. Aber nehmen wir mal Kaufkraft bereinigt, machen die so $15,000 pro Jahr. Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche macht $45,000 pro Jahr Kaufkraft bereinigt. Das ist das Dreifache. Ist ein bisschen unfairer Vergleich. Ja, wenn die mal auf... Ich raste gleich aus. Also das Land, was 1950 das ärmste Land der Welt war, daher kommt China. Das vergleicht jetzt mit einem der reichsten Industriestaaten, den wir haben. Natürlich ist das BIP pro Kopf in Deutschland noch größer. Aber wir müssen uns doch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte angucken. Und in China, da gab es zwischen 1980 und 2020 pro Jahr ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von etwa 11,6%. Über 40 Jahre hinweg zweistellige Wachstumsraten. Das ist jetzt eine Verachtzigfachung der Wirtschaftsleistung in 40 Jahren. Das ist viel schneller, als das Wachstum in Deutschland jemals war. Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg Europas größte Industriemacht und das ist es auch noch heute. Also, dass du da das industrialisierteste, fortschrittlichste Land aus Europa mit einem Land, das bis in die 50er Jahre, wie gesagt, ein armer Agrarstaat war, vergleichst, müsste dem Schattenmacher doch auffallen. Unser Niveau herankommen würden, dann würden wir da auch andere Probleme sehen. Wie gesagt, die haben ja von einem ganz anderen Niveau angefangen. Da kannst du ja auch
gröbere Fehler begehen und einfach über Dinge hinweggehen, weil du halt bei null startest. Also das ist ja, man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt nach Schwarzafrika gehe und da drei gute Maßnahmen und eine richtig beschissene Maßnahme durchsetze, dann wird die Wirtschaft erstmal explodieren. Es ist nämlich egal, ob ich da eine beschissene Maßnahme drin habe, die drei guten, aufgrund der Tatsache, dass da bisher überhaupt nichts war, werden ihren Effekt schon zeitigen. Staatskapitalismus ansehen und jemand wie Joe Biden hat erkannt und vielleicht auch Ursula von der Leyen ein bisschen, auch wenn sie es nicht zu laut sagen kann, damit die das hier von der Union nicht so hören. Beide haben wohl erkannt, dass sich jetzt die Frage stellt, schaffen wir hier einen liberal-demokratischen Staatskapitalismus, der ökologisch ist, der sozial gerecht ist und so weiter. Oder ein liberal-demokratischer... Ich mag den Namen Staatskapitalismus auch nicht. Also jetzt werden die beiden wieder rummeckern, Staatskapitalismus, damit er meint, er eigentlich Kommunismus. Also das, was wir vorhin Erwin vorgeworfen haben, dass er alles als Kapitalismus bezeichnen würde, machen die jetzt umgekehrt. Sie erklären, warum das eigentlich nicht der wahre Kapitalismus sei. Doch China hat ein kapitalistisches System, ganz eindeutig. Und es macht eine wesentlich bessere Wirtschaftspolitik als fast alle westlichen Staaten. Das kann man relativ gut konstatieren. Schaut euch die Arbeitslosigkeit an, schaut euch das Wirtschaftswachstum an, schaut euch den Ausbau der Infrastruktur an, die staatlichen Investitionen, schaut euch von mir aus auch andere Indikatoren an, die die Lebensqualität messen. Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, all das hat sich deutlich, deutlich verbessert und in fast allen Bereichen hat China auf das Niveau westlicher Industriestaaten aufgeschlossen. Nur beim BIP hängt es, wie gesagt, noch hinterher, aber das nach 40 Jahren von zweistelligen Wachstumsraten. Also wenn China jetzt noch ein paar Jahrzehnte nur halb so langsam weiter wächst, dann hat es irgendwann auch aufs westliche Niveau aufgeschlossen. Das Einzige, was diesen Prozess jetzt noch deutlich ausbremsen könnte, ist die sehr problematische Demografie, die China hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ökologischer, gerechter Staatskapitalismus. Und wo wir bei Schwarzafrika sind. Also nehmen wir mal ein Land wie Niger. Da hat man so ein, ja, ein System, was einmal von der ehemaligen Franz-Jahrmacht und von internationalen Institutionen, der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Weltbank und so weiter und so fort, betreut wurde. Und dieses System ist seit 1960 geschrumpft. Also pro Kopf geschrumpft, jetzt nicht gesamt geschrumpft. Das geht in so einem Land mit so einem rapiden Bevölkerungswachstum gar nicht. Aber pro Kopf ist die reale Wirtschaftsleistung im Niger seit den 1960er Jahren geschrumpft. Also das ist die Benchmark zu Ländern, die Niger ist länger kapitalistisch als China kapitalistisch war. China ist Ende der 70er Jahre, haben die Marktreformen begonnen, in den 80er Jahren ist dann nach und nach zu einem kapitalistischen Staat geworden. Der Niger ist seitdem eigentlich schon unter französischer Kolonialherrschaft, aber nehmen wir mal das Ende der Kolonialherrschaft in den 60ern, seitdem ist ein kapitalistisches Land und ist währenddessen ärmer geworden. Also das ist der Vergleich, der Länder blühen kann, wenn sie von westlichen Institutionen betreut werden und von denen Wirtschaftspolitik empfohlen bekommen. Also wo wir jetzt bei Schwarzafrika schon mal waren vorhin. Nein, danke. Nutzt der Agitator hier das Kennwort, ja. Der Niger gehört nach Afrika. Ich wette mit euch, das können die Wokisten rausknippen. Wenn man Niger sagt, dann knippen die das raus und sagen dann, du hast das N-Wort gesagt. Also den Leuten traue ich das zu, dass die so völlig beschränkt sind. Ja, ich habe das Kappa dahinter gesehen, aber das fand ich schon witzig. Und ich traue den Wokisten zu, dass die so dumm sind. Es hat zu viele Adjektive, das ist ja nicht gut. Ja, ich meine, das ist im Endeffekt, ich würde ihm hier nicht widersprechen. Ja, im Endeffekt, also China mit Buchstabensalat, anti-weißer Scheiße, offenen Grenzen und der Öko-Scheiße. Mhm. Ja, das wollen die hier. Da widerspreche ich nicht. Sind wir dann irgendwann abgehängt, weil wir das nicht auf die Reihe bekommen und dann warten schon welche, denn ein Machtvakuum wird wieder gefüllt und dann könnte uns irgendwann ein autoritärer Staatskapitalismus... ja, das wäre nicht autoritär, denn all die Regeln, die durchgesetzt wurden, das wären Regeln, die ich selber gut fände. Ne? Die Regel, das ist nicht autoritär, dass man den Leuten verbietet, ein Auto zu fahren beispielsweise. Das ist ja eine gute Regel, weil wir sterben ja sonst. Drohen, aber dass mehr Staat jetzt überall in den Ländern zu beobachten. Wenn du den Leuten irgendwelche Anreize schaffen würdest, auf der anderen Seite wieder sich der Kernfamilie zu widmen, das wäre eine andere Sache. Das wäre halt autoritär. Ne? Das ist nicht zu leugnen. Helena. Hi.
Hi Wolfgang. Ja, und wie gesagt, diese Lösung, dass das einfach in mehr Staat, der Staat reguliert jetzt mehr und dann wächst die Wirtschaft. Nee. Also. Also wenn er es richtig reguliert. Wie gesagt, in vielen afrikanischen Staaten, da haben wir sehr, sehr niedrige Staatsquoten, zwischen 10% und 20%. Also da hält sich der Staat sehr viel auf den freien Markt, der setzt auf das internationale Unternehmen, dass internationale Banken schon dafür sorgen, dass die Kreditvergabe angekurbelt wird, dass investiert wird. Viele Staaten sind da seit 50 Jahren nicht gewachsen. Also du hast da wirklich katastrophale Entwicklungen. Und je enger diese Staaten an den Westen gebunden sind, je eher sie auf das hören, was die Weltbank, der IWF oder ehemalige Kolonialmächte wie Frankreich ihnen sagen, je schlimmer sieht es dort aus. Ich sehe da. Ja, also der Markt, der sorgt nicht automatisch für Entwicklung. Der Markt braucht die richtigen Bedingungen. Er braucht den richtigen staatlichen Rahmen und den hat China geliefert. Deswegen, wie gesagt, China hat sich zwischen 1980 und 2020 verachtzigfacht. Also das ist es, womit wir es hier zu tun haben. In afrikanischen Staaten im gleichen Zeitraum, in vielen afrikanischen Staaten, kein nennenswertes Wachstum. Also du kannst doch bei diesem Vergleich nicht so sagen, ja, weil der freie Markt, der sorgt schon für Wachstum. Nee, wir haben in Afrika gesehen, der sorgt für gar nichts. Der sorgt dafür, dass das Land unterentwickelt bleibt. Wenn du 50 Jahre wartest, auf einen freien Markt setzt, keine staatlichen Institutionen aufbaust und sagst, der Markt wird es schon regeln, nach 50 Jahren ist die Bevölkerung genauso arm wie vorher. Offensichtlich hat der Markt es nicht geregelt. Weil der Markt eben einen staatlichen Rahmen braucht, weil die Unternehmen Bedingungen brauchen, um zu investieren. Und diese Bedingungen kann nur der Staat schaffen. Diese Bedingungen wurden in den USA, sie wurden in Deutschland, sie wurden in Großbritannien, sie wurden in Frankreich, sie wurden in allen Ländern, die sich erfolgreich industrialisiert haben, vom Staat geschaffen. Also wie gesagt, in Deutschland das Beispiel des Eisenbahnnetzes, das wurde nicht durch den Markt geschaffen. Da hat der deutsche Staat gesagt, so, das brauchen wir jetzt, um uns weiter zu industrialisieren, um auf den nächsten Krieg vorbereitet zu sein. Also machen wir das jetzt. Wie gesagt, nochmal, wenn der Staat Geld druckt und dann investiert, hat das einen kurzfristig sicherlich positiven Effekt. Aber Amerika hat an 1000 Stellen mit Schulden zu kämpfen. So, also der hat das kurzfristig sicherlich, ja. Wieso hat, also erstmal, welche langfristig negativen Effekte hat das? Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass die beiden jetzt hierauf reagieren. Aber wenn sie darauf reagieren, beantwortet mir diese Frage. Welche langfristig negativen Effekte hat das? Und wie funktioniert der Ausgleich zwischen kurzer und langer Frist? Also wenn es kurzfristig positive Effekte hat, langfristig negative. Wie kann das sein? Also wenn du heute Geld ausgibst und das gut für die Wirtschaft ist und du dann einmal die kurze Frist rum ist und du dann in einem Jahr wieder Geld ausgibst und das wieder in einer kurzen Frist gut ist und du in 3 Jahren nochmal Geld ausgibst und das wieder in einer kurzen Frist gut ist. Also in jeder kurzen Frist hat es positive Effekte. Wie kann es dann, wenn du 10 kurze Fristen aufeinander legst, dann hast du eine lange Frist. Und wenn es 10-mal einen positiven Effekt hat, wie kann das dann auf lange Sicht einen negativen Effekt geben? Ganz einfach, das geht nicht. Also entweder es hat in bestimmten Situationen in der kurzen Frist eben keinen positiven Effekt. Ihr müsst mir jetzt nachweisen, dass diese Situation mit einer bestimmten Sicherheit, mit einer bestimmten Regelmäßigkeit eintreten, oder das, was hier geredet wird, ist Unsinn. Und wenn es negative Effekte langfristig hat, dann, wie gesagt, begründen wir erstmal, welche negativen Effekte das haben soll. Und dass die Staatsschulden so weit angestiegen sind, das wird dir auch noch was kosten. Und welche Gründe das jetzt hat, man sieht ja jetzt schon die Absetzbewegung vom Dollar. Das mag jetzt nicht nur mit den Schulden der USA zu tun haben. Nein, das hängt auch nicht mit den Schulden zusammen. Das hängt erstmal an der mangelnden Rechtssicherheit zusammen. Die USA führen gerade brutale Wirtschaftskriege gegen ziemlich viele Länder auf der Welt. Also die Sanktionen, die die westliche Staaten verhängt haben, die sind in den letzten Jahren massiv nach oben gegangen. Also da denken natürlich viele Entwicklungsländer, sollten wir unsere Reserven wirklich in Dollar halten oder sind die, wenn wir die in Rupien oder Rubel oder irgendwas anderem halten, nicht eventuell sicherer? Oder sollten wir die nicht gleich in Gold anlegen? Denn das ist der Vorteil von Gold, dass man unabhängig von anderen Staaten. Also deswegen eignet sich Gold als Devisenreserve so gut. Weil die USA da eben nicht sagen können, okay, wir beschlagnahmen das Gold jetzt. Im Dollar können sie das machen. Weil jeder Dollar nun mal im Geldsystem der USA existiert. Genauso ist das ja beim Euro. Deswegen konnten die westlichen Zentralbanken auch $300 Milliarden an russischen Devisenreserven in der kürzester Zeit einfrieren. Also da sagen eben ganz viele Zentralbanken, nee, das ist uns zu riskant. Zum anderen nimmt die wirtschaftliche Bedeutung der USA ab.
Das bedeutet, das Handelsvolumen in Dollar nimmt schlicht und ergreifend ab und das Handelsvolumen in Rupien, in Yuan, das nimmt zu. Also das sind ganz normale Entwicklungen. Und das Handelsvolumen Euro hat auch zugenommen, bis Europa sich jetzt an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligt hat. Das hat dazu geführt, dass das Vertrauen in den Euro noch massiver kollabiert ist als in den Dollar. Also das sollte man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Das wäre jetzt noch ein viel weiteres Thema. Aber mit dem Staatsschulden der USA hat das relativ wenig zu tun. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wenn die USA mehr Staatsschulden gemacht hätten, wenn sie ein größeres Wirtschaftswachstum gehabt hätten, dann wäre der Dollar heute wahrscheinlich noch relevanter. Der Abstieg wäre langsamer verlaufen, nicht schneller. Ich glaube, mit dieser provokanten These oder wahrscheinlich nur für den Schrittmacher provokanten These, eigentlich einer These, die ziemlich einfach zu erklären ist. Mehr Staatsschulden in den USA, höheres Wirtschaftswachstum bedeutet, US-Wirtschaft ist global gesehen relevanter. Hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, die USA haben deutlich mehr Schulden gemacht als wir hier in Europa. Wachstum war in den USA in den letzten 25 Jahren höher als bei uns in Europa. Obwohl die USA sogar von einem höheren Wohlstandsniveau aus gestartet sind. Also die USA, die schneiden wirklich allen anderen sozioökonomischen Indikatoren, die man sich anschauen kann, schlechter ab. Die haben eine höhere Ungleichheit, die haben eine niedrigere Lebenserwartung, die haben schlechter ausgebaute Sozialsysteme. Also alles Faktoren, die negativ für die USA sind. Das Einzige, was in den USA in den letzten 25 Jahren besser lief als bei uns in Europa, war die Fiskalpolitik. Und entsprechend dem hatten sie ein höheres Wirtschaftswachstum und ein höheres Produktivitätswachstum. Du kannst diesen Unterschied zwischen der EU und den USA alleine durch die Fiskalpolitik erklären. In allen anderen Belangen, die eben sich auch aufs Wachstum langfristig auswirken, schneiden die USA schlechter ab. Und sie hatten wirklich nur, weil sie eine bessere Fiskalpolitik hatten, weil sie mehr Schulden gemacht haben, hatten sie ein höheres Wachstum als wir hier in der EU. Und damit schließe ich, glaube ich, diese Reaktion. Das war, ja, wie gesagt, traurig. Ich habe es am Anfang gesagt, eine intellektuelle Bankrotterklärung. Kein keynesianisches Argument wurde mal eingegangen. Nichts wurde tiefergehend begründet, sondern es wurden Strohmänner die ganze Zeit aufgebaut. Es wurde die ganze Zeit aufgebaut, ja, ihr wollt unendlich viel Geld ausgeben. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen, dass so viel Geld ausgegeben wird, dass maximales Wirtschaftswachstum herrscht. Wir wollen, dass eine Politik gemacht wird, wie sie von den 50ern bis in die 70er schon mal gemacht wurde, wie sie China in den letzten Jahrzehnten gemacht hat und womit China wesentlich erfolgreicher gefahren ist als erstmal andere Schwellenländer, die ähnlich reich waren, als realsozialistische Staaten, die deutlich reicher waren und auch erfolgreicher gefahren ist als die westlichen Industriestaaten, die deutlich reicher waren als China. Also du kannst jetzt nicht immer auf chinesische Spezifika gehen und sagen, das liegt an der in China seit Jahrhunderten etablierten Meritokratie. Nee. China hatte im 20. Jahrhundert die gleichen Probleme wie viele andere Schwellenländer. Zuerst hattest du da eine Auflösung des chinesischen Kaiserreichs, das sich als reformunfähig erwiesen hat, das sich nicht an die Moderne angepasst hat. Dann hattest du einen Staatszerfall, Aufteilung des Landes in Warlords. Dann hattest du einen Kampf von Nationalisten gegen Kommunisten. Die Kommunisten haben sich durchgesetzt. Du hattest einen relativ normalen realsozialistischen Staat danach. Aber China hat dann einen sehr eigenen Weg gegangen und das kann auch mit der chinesischen Kultur zusammenhängen. Das hängt, also die hat da definitiv einen Einfluss drauf gehabt, das würde ich jetzt gar nicht leugnen. Aber die Politik, also die politischen Verhältnisse in China, die waren nicht groß anders im 20. Jahrhundert als in vielen anderen Staaten. Und dementsprechend kannst du jetzt nicht sagen, ja, im chinesischen Kaiserreich, das hatte schon seine Eigenheiten, das heutige China mit der KP hat die gleichen Eigenheiten und damit ist alles, nein. Damit ist nichts erklärt. Die chinesische Wirtschaftspolitik, die kann auch in unseren demokratischen Systemen gemacht werden. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Sie hat hierzu mehr Gleichheit, mehr Wirtschaftswachstum, einem stabileren Wirtschaftswachstum, weniger Krisen und allgemein zu einem wesentlich entspannteren Zusammenleben in der Gesellschaft geführt. Ja, aber für all das braucht man sich ja nicht interessieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.